Ich habe mal gelernt aus der Pädagogik, dass man nicht laut reden soll, wenn andere noch reden, sondern man soll dann einfach psst machen. Mein Name ist Andreas Zick. Ich bin Professor an der Universität in Bielefeld und leite dort das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Und ich glaube, es steht sogar im Programm, dass ich hier eine Einführung mache, weil zugleich bin ich im wissenschaftlichen Vorstand der FGW. Ich sage da gleich etwas zu. Ich erkläre Ihnen, warum Sie eigentlich hier sind und warum wir Sie hier hingelockt haben mit einem herausragenden Gast. Ich möchte mich aber zunächst einmal bedanken, dass wir so viele sind und dass Sie hier hingekommen sind. Wenn Sie so wie ich immer in Bielefeld arbeiten, muss das innerhalb der Woche nicht immer so voll sein. Jetzt könnte man sagen, na ja gut, wenn man auch so einen Gast einlädt und dann auch noch zum Thema, ist das irgendwie kein Wunder. Aber trotzdem vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich begrüße natürlich heute ganz besonders Ruth Wodak, die sich heute gewissermaßen in eine Zwischenwelt begibt, nämlich auf der einen Seite in die Nach-Bundestagswahl-Welt in Deutschland und die Vor-Kanzlerwahl in Österreich. Und wir werden das merken. Sie befindet sich in einer Zwischenwelt. Wir wissen in Deutschland noch nicht, wo wir uns befinden. Deswegen haben wir sie auch eingeladen. Weil eines habe ich gelernt, ich betreibe viel Konflikt- und Gewaltforschung. Wenn man keine Auswege und keine Wege mehr findet, dann setzt man sich am besten nicht mit sich selbst zusammen oder vor den Spiegel, sondern dann fragt man am besten mal Menschen, die von woanders kommen, wie seht ihr uns? Und wir haben heute ein bisschen ein Wechselspiel. Wir kriegen eine Sicht auf Österreich in Deutschland und gucken auf uns selbst. Vielen Dank, Ruth Wodak, dass sie das mitgemacht hat. Es ist eine besondere Ehre, dass wir Ruth Wodak hier haben. Wir hatten den Wunsch, wir haben uns überlegt, wir beginnen etwas Neues in dieser FGW. Ich erkläre es gleich. Und wir hatten den Wunsch, dass wir angesichts der Zeiten, in denen wir uns in Deutschland befinden, reden wollen über, nicht über die üblichen Themen, Krise, Abstiegssorgen, Ängste, sondern über Furchtpolitik, Politics of Fear. Und es gibt keinen besseren Gast, glaube ich, zumindest in Westeuropa, als dann jemand einzuladen, der dazu ein herausragendes Buch geschrieben hat. Und das war ein Wunsch, und so ein Wunsch ist immer schön, weil so ein Wunsch, dem kann man folgen und den hat man und das hört sich gut an. Und dann ist es etwas ganz anderes. Wünsche haben ihren Reiz, wenn er dann erfüllt wird. Und deswegen freuen wir uns so sehr. Wir haben damit nicht unbedingt gerechnet, als wir gesagt haben, wir laden mal Ruth Wodak nach Düsseldorf ein, weil sie so viel zu tun hat und wir vor der Kanzlerwahl sind und wir sehen müssen, dass sie auch in Österreich eine öffentliche Person geworden ist. Wir haben heute Morgen schon mit ihr geredet, viele Veranstaltungen gemacht hat. Insofern ist das jetzt also praktisch eine doppelte Erfüllung. Vielen Dank, das ist ein bisschen vor Weihnachten. Also vielen Dank, liebe Ruth. Wenn ich von wir rede, dann meine ich auch Lynn Berg, die hier vorne in der ersten Reihe sitzt, die mit mir zusammenarbeitet und einen Bereich entwickelt. Ich möchte aber noch einen zweiten Gast begrüßen, und zwar die Journalistin. Jetzt hoffe ich, dass ich das immer richtig ausspreche. Hatja Haruna Oelker. Nein, ist schon falsch ausgesprochen. Ich habe damit gerechnet. Es wird ausgesprochen wie? Hadija. Ich habe damit gerechnet. Steht ja auch hier, Hadija. Eine Journalistin haben wir heute Abend dazu gebeten, und das ist nicht irgendeine Journalistin, sondern wenn man genauer hinguckt, dann bewirbt sie sich selber. Und zwar bewirbt sie sich selber mit den Eigenschaften. Was macht eine gute Journalistin aus? Ich habe jetzt gesagt, sie bewirbt sich selber mit, ich kann das und das und das. Ich habe sie auch schon mehrfach in den Medien gesehen und gehört und so weiter. Aber sie bewirbt sich selber mit wissenshungrig. Das ist genau das, was wir heute Abend brauchen. Wir brauchen nicht unbedingt fertige Antworten. Und ich bin mir sicher, wenn man Ruth Wodak hier hat, kriegt man nicht die endgültigen Antworten, sondern man kriegt einen Haufen Fragen, mit denen man dann unruhig ins Bett geht. Sie schreibt aber auch, sie ist tonsüchtig. Wir werden heute Töne hören.
Wir bitten aber darum, dass, wenn wir über den Populismus reden, diese Töne immer noch hier gemäßigt sind und schreitmanisch. Das wird heute Abend nichts werden. Sie kann ja dann später. Die Journalistin ist deswegen berühmt, weil sie hat 2015 Preisträgerin des ARD-Hörfunkpreises Kurt Magnus, 2012 Auszeichnung mit dem Causa Medienpreis im Bereich Hörfunk, Stück Macht sie sichtbar, Bildungswege von Migrantinnen und Migranten. Wir haben auch unsichtbare Gruppen, über die wir heute reden müssen. Sie hat das gemacht, sie hat Sichtbarkeit verschafft, einen Preis bekommen, 2007, und da war sie noch 10 Jahre jünger, Gewinnerin des vom Frankfurter Kulturkomitee e.V. vergebene Preis für das beste Kulturkonzept für die Region Frankfurt am Main. Gut, dass sie heute in Düsseldorf ist. Sie ist zurzeit beim Hessischen Rundfunk, war bei der Zeit Tagesspiegel und vielen anderen auch. Und wir wissen, sie ist eine Expertin für Migration, Rassismus, Afrika, Gesellschaft und Junges. Und das ist heute so, das lernen wir in den modernen Zeiten. Journalistinnen und Journalisten sind wissenschaftlich hochgebildet. Insofern bin ich gespannt, wie sie das heute mit der Moderation hinkriegt, wo sie das, worüber Ruth Wodak redet, eigentlich am besten auch noch mitreden könnte. Wir sind gespannt, ob diese Übung gelingt. Und jetzt ein Wort, wo sind Sie eigentlich gerade? Gut, Sie sitzen in einem Palais und wir hören gleich Ruth Wodak. Dieses ist eine Veranstaltung des Forschungsinstituts für gesellschaftliche Weiterentwicklung. Der Aufsteller, das Roll-Up, ist hier vor der Tür. Diese Forschungsstelle wurde gegründet im September 2014. Es ist ein eigenständiger Verein. Der Sitz ist in Bilk. Lindberg arbeitet dort. Und dieses Forschungsinstitut hat die Idee, dass sie kritisch begleiten zur Politik, Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politikbegleitung zusammenbringt und versucht, so etwas hinzubekommen wie fundierte Diskussion und auch Informationsbereitstellung in politisch relevanten Bereichen. Dabei geht es darum, ich zitiere, gesellschaftliche Weiterentwicklung im Sinne einer sozial integrierten Gesellschaft voranzutreiben, in der die basalen Grundwerte von Fairness, Gerechtigkeit und Solidarität realisiert sowie neue Formen einer Anerkennungskultur entwickelt werden. Dieses ist kein politisches Programm, sondern es ist ein Programm einer Zivilgesellschaft. Und insofern, als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, in dem Ansatz, wie wir hier diskutieren, und ich weiß, im Publikum sitzen Expertinnen und Experten, interessierte Bürgerinnen und Bürger, Menschen, die hören wollen, was Ruth Wodak zu berichten hat, wie wir das zusammenbekommen, ist eigentlich die Grundphilosophie, so etwas zu schaffen wie eine gebildete, informierte, eine dialogbereite Zivilgesellschaft. Es wird im Forschungsinstitut darum gehen, einen Beitrag zu leisten, dass das traditionelle Verständnis von Wissenschaft als nur erklärende Instanz erweitert wird und sich nicht nur der Scientific Community in den dort herrschenden Standards verpflichtet fühlt und an ihren Benefit-Kriterien orientiert ist, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung ernst nimmt. Das steht in der Agenda. Und diese FGW, dieses Forschungsinstitut, hat derzeit 6 Säulen. Die Säulen heißen Digitalisierung von Arbeit. Ich glaube, die einige sitzen ja hier von der FGW, die sind auch später noch hier. Es gibt eine Säule Digitalisierung von Arbeit, Industrie 4.0, integrierende Stadtentwicklung, Netzwerk Arbeitsforschung, neues ökonomisches Denken, vorbeugende Sozialpolitik. Und dann kommt ein neuer dazu, seit 3 Monaten. Es gab den Wunsch, sich auch mit den Themen zu beschäftigen, Rechtspopulismus, soziale Frage und Demokratie. Wo geht die Reise hin? Am Anfang haben wir ein bisschen gehadert damit, sollen wir das machen, sollen wir das entwickeln? Und ich glaube, nun ist allen klar, dass es genau zu diesen Themenbereichen gehört. Was bieten wir in dieser Säule? Wir bieten das, was Sie gerade erleben, nämlich öffentliche Diskussionen und Vorträge sowie auch Workshops. Wir erstellen Exposés zu wichtigen Themen in diesem Bereich. Wir führen auch Jahresdialoge durch. Wenn Sie Ideen haben, was man alles machen kann, Lindberg, FGW, ich glaube, es ist ganz ziemlich einfach, fgw-nrw.de. Dort kann man uns Anregungen geben dafür, was wir dort machen. Wir stehen am Anfang. Das ist auch nicht überbordend groß, aber es ist eine gute Idee, dass wir in NRW diesen Dialog zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit, auch Journalismus auf diese Art und Weise machen.
Es muss möglich sein, Zivilgesellschaft und Politik wissenschaftlich informiert zu halten und in einen Dialog zu treten. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Alternativmodell zu jeder Form von Populismus. Wir wollen uns auf den Weg machen und ein Weg ist diese Veranstaltung. Es ist eine besonders große Ehre, dass wir diese Reihe nun nach 3 Monaten des Sortierens beginnen mit Ruth Wodak. Ich werde zu Ruth Wodak nichts erzählen, obwohl meine Kollegin Beate Küpper mir gerade einen Zettel hochhält. Bitte stell doch Ruth Wodak einmal vor. Dafür haben wir die informierte Journalistin. Aber es ist schon erstaunlich, ich muss diesen Satz einmal sagen, liebe Ruth, ich bin heute tatsächlich noch einmal unter Google Scholar gegangen und habe mir heute Morgen angeguckt, was Ruth Wodak wissenschaftlich veröffentlicht hat. Wissenschaft lebt davon, dass wir bestimmte Standards haben, die wir einhalten müssen, die schwierig sind. Wenn wir etwas veröffentlichen, dann wird das in der Scientific Community geprüft, begutachtet. Wir machen viel empirische Forschung. Wir wissen, 80% unserer empirischen Veröffentlichungen werden von den Kolleginnen im Peer-Review-Verfahren oft zurückgewiesen. Es ist wirklich schwierig. Es ist ein schwieriges Feld. Und wenn Sie gucken, was Ruth Wodak dort in solchen Verfahren veröffentlicht hat, dann ist das unglaublich. Sie ist eine herausragende Expertin, vor allen Dingen für die Diskursanalyse. Wir werden nicht so sehr eine Einführung in die Methoden bekommen, aber wir werden sehen, was kritische Diskursanalyse bedeutet. Sie hat sich früh mit Fragen des Antisemitismus beschäftigt und, und. Und wenn Sie dann ein bisschen unter Wikipedia gucken, ich weiß, man darf das nicht, unsere Studierenden dürfen das nicht, die Dozenten machen es dann heimlich, dann werden Sie dort sehen und irgendwie die Information bekommen, dass Ruth Wodak auch eine besondere Person ist. Letzte Woche war der Präsident der Deutschen Forschungsgesellschaft bei uns in Bielefeld und hat gesagt, was wir brauchen, ist eine gebildete Wissenschaft. Und heute Abend werden Sie sehen, was eine gebildete Wissenschaftlerin ist. Eine gebildete Wissenschaftlerin ist eine, die reflektiert über die Gegenstände, die unterschiedliche Positionen hat. Ruth Wodak hat, und das ist wirklich die besondere Ehre, die es heute Abend auch hat, ich kenne ihre Arbeiten seit langem, ich kenne keinen Menschen, der so in der Wissenschaft so aufrecht seinen Weg gegangen ist. Ich glaube, sie hat wenig Dinge getan, die man vielleicht von ihr erwartet hätte, damit sie noch an bestimmte Fördermittel kommt und so weiter. Sie hat nicht zu allem Ja gesagt. Sie hat relativ früh in Wien, insbesondere in ihren Forschungen zum Antisemitismus, viel, viel Gegenwind bekommen, lange bevor wir über diese Themen geredet haben. Sie ist diesen Weg gegangen. Sie ist diesen Weg dann nach England gegangen. Jetzt ist sie wieder im Brexit, kommt in ein neues Land. Und insofern ist es eine besondere Ehre. Ja, hierbei belasse ich es. Alles Weitere zum Lebenslauf stellt jetzt die Moderatorin des Abends bereit. Und wie gesagt, ich danke Ihnen sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Man hat immer ein bisschen Angst, wird es auch voll, aber ich glaube, es ist voll genug, Ruth. Vielen Dank. Stanford, Uppsala und Georgetown.
2004, wir haben es gehört, verlegte sie ihren Arbeitsstand nach Lancaster. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sie traurig ist, dass sie nicht mehr dort ist, aber sie wirkt noch als emeritierte Professorin und außerdem als hat sie gerade den Willy Brandt Chair 2017 an der Universität in Malmö inne. Also sie forscht, sie macht weiter und das international. Was habe ich mir noch notiert? Ich musste wirklich aussieben, weil die Biografie von ihr ist wirklich sehr lang. Ich habe mir daraus geschrieben, was tut Ruth Wohler? Ruth Wohler sagt, dass sich Feminismus und kritische Wissenschaft gut miteinander verbinden lassen. Kritisch bedeutet für sie, das Bestreben von Machtverhältnissen auseinanderzunehmen, sie zu hinterfragen und im besten Fall zu ihrer Veränderung beizutragen. Sie analysiert beispielsweise, wie politische Diskurse Menschen in bestimmte Kategorien einteilen und damit Diskriminierung gerechtfertigt wird. Oder wie Identitätspolitik, und jetzt kommt's, national, transnational, individuell und kollektiv, sie wird später erklären, verhandelt wird. Und das nicht nur in Österreich, auch in anderen europäischen Ländern und wie ich weiß, lebt sie auch in den USA. Und wo ist es ein Anliegen, ihre Gedanken interdisziplinär zu denken, ideologische Positionen auf mehreren Ebenen zu analysieren, im Bereich Medien, Politik, Organisationsformen und im besten Fall alternative Handlungs- und Denkmöglichkeiten aufzuwerfen. Sie hat, das haben wir auch schon gehört, ihre Arbeit der Forschung, der Aufklärung und der Bekämpfung von Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Klassismus gewidmet. Oder widmet sie immer noch. Aktuell, und darüber sprechen wir heute, ist das Thema Rechtspopulismus und die Rhetorik der Ausgrenzung das Thema. Und jetzt komme ich auf die nächste Seite der Vorstellung. Was ich besonders finde, ist, sie ist eine Linguistin und sie schaut auf argumentative Strategien und Metaphern. Was bedeuten sie? Aber sie schaut darüber hinaus und verbindet sie mit gesellschaftstheoretischen Überlegungen. Was bedeutet das für uns in unserem Zusammensein? Und das basierend auf empirischen Untersuchungen. Freuen wir uns also auf einen Vortrag mit dem Titel Politik mit der Angst. Was macht den Erfolg rechtspopulistischer Parteien aus? Wie konnten sie ins Zentrum der Gesellschaften rücken? Und wie kann ihnen widerstanden werden? Guten Tag. Ja, danke vielmals für diese schöne Einladung und ich bin ganz gerührt von all diesen schönen Worten und ich hoffe, Sie sind nicht zu enttäuscht. Das ist immer so, wenn man Leute so hoch lobt, ja, dann ist das schwer, aber ich werde mein, wie die Sportler so sagen, mein Bestes geben. Ja. Besonders schön ist ja auch im Wittgensteinhaus eingeladen zu sein, weil das hat natürlich für Österreicher immer eine besondere Bedeutung. Und auch dieses Palais ist also irgendwie alles wirklich sehr schön. Und es freut mich auch, dass wir dieses Gespräch heute Vormittag schon hatten, weil ich hoffe, dass da noch mehr Zusammenarbeit möglich sein wird. Ja, also ich möchte mich heute dem Thema meines Buches widmen. Das Buch habe ich allerdings im Herbst 2015 auf Englisch mal fertig geschrieben. Das wurde dann übersetzt und von mir korrigiert. Und ich könnte eigentlich täglich ein neues Kapitel dazu schreiben. Also es ist ja selten so, dass Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen aktuell sind. Und ich dachte auch, wie ich dieses Buch geschrieben habe, also kurz bevor ich Lancaster verlassen habe, dass das sozusagen jetzt das Ende ist dessen, was ich dazu zu sagen habe. Ich habe sehr lange über Rechtspopulismus geforscht, also seitdem Jörg Haider, der Anführer oder der Vorsitzende der Österreichischen Freiheitlichen Partei, auf die Bühne getreten war, das war 1986, und seit dieser Zeit haben wir uns diesem Rechtspopulismus gewidmet. Und ich habe gedacht, okay, jetzt kann ich das mal zusammenfassen, schreib was darüber und damit ist es. Naja, so war es nicht, wie Sie alle wissen. Das Buch erschien im Herbst 2015, das war gerade während der sogenannten Flüchtlingskrise, ich nenne das lieber Flüchtlingsphänomen,
Die Krise hatte eher die Politik und nicht so sehr die Flüchtlinge. Oder Flüchtlinge haben immer eine Krise, weil einfach die Situation des Flüchtlingsseins eine krisenhafte, eine schreckliche, eine herausfordernde ist. Und es war ganz kurz vor der Wiener Wahl 2015 und es gab unheimlich viel Kampagnen, Angstmache und so weiter. Und das Buch fiel sozusagen mitten dort hinein, wurde auch rezipiert. Und seither bin ich eigentlich mit diesem Thema nonstop befasst und es hört auch nicht auf. Also insofern könnte ich da ständig was weitermachen. Ich werde eher nichts oder ganz wenig nur zur deutschen Situation sagen, da kennen Sie sich viel besser aus als ich, sondern eher das, was sich aus der internationalen Situation ergibt. Ich werde zuerst kurz Rechtspopulismus charakterisieren und auch versuchen zu erklären, warum ich das mit Politik mit der Angst sozusagen zusammenfasse. Es gibt auch mehr Aspekte zum Rechtspopulismus als nur diese Angstmache. Ich wende mich dann ein bisschen eben diesem linguistischen oder sprachwissenschaftlichen auch zu. Ich nenne das die Grammatik des Rechtspopulismus. Das ist ein bisschen metaphorisch so genannt. Es ist natürlich nicht eine systematische Grammatik wie das Latein oder das Deutsch oder Französische, sondern eher, wie bauen viele Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen, aber auch Linkspopulisten und Linkspopulistinnen ihre Rhetorik auf und mit welchen Inhalten. Ich werde auch etwas zum Linkspopulismus sagen, weil das ist immer die erste Frage, die dann kommt. Ich nehme sie also gleich vorweg. Und ich werde dann drei Beispiele geben. Und zwar werde ich mich beschäftigen mit der Grenzkörperpolitik, also wie plötzlich die Debatte sich vor allem darum bewegt, wie wir Grenzen schließen, wie wir unsere Nation schützen vor irgendwelchen Menschen, die da eindringen wollen. Ich werde dann als zweiten Punkt die Frage verhandeln, wer ist wir und wer ist sie? Wer sind die sogenannten Eliten? Wer ist das Establishment? Wer ist das Volk? Weil auch das steht momentan im Zentrum der Debatten und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in Frankreich, aber auch in den USA. Also es ist sozusagen etwas, was weit über die Grenzen auch von Europa geht. Und als dritten Punkt habe ich mir vorgenommen, wenn ich irgendwie in der Zeit dazukomme, über die Medien zu sprechen und über das, was ich das Perpetuum mobile des Rechtspopulismus nenne, nämlich die Möglichkeit, immer alle in steter Dynamik zu halten, sodass wir alle nur mehr wie gebannt warten, was ist der nächste Tweet von Trump und dann alle Journalistinnen schnell etwas dazu schreiben und alle müssen reagieren und es ist also eine unglaubliche Hektik in unser Leben eingetreten und vor allem reagiert man nur mehr. Ja, es ist also sozusagen ein Schauen, eine Obsession fast, was da täglich passiert. Und das wird natürlich auch in den Medien reproduziert, ist auch legitim in mancher Hinsicht. Und wie das funktioniert, wie man eventuell auch mit dieser Dynamik anders umgehen könnte, das denke ich, können wir auch gemeinsam diskutieren. Zunächst einmal, was ist oder wie könnte man Rechtspopulismus definieren? Es gibt natürlich nicht nur eine Definition, sondern viele. Es gibt auch viele Begriffe. Ich möchte jetzt nicht in eine Begriffsdiskussion kommen, ja, also man spricht von Radical Right, Far Right, Extreme Right, populistisch, rechtspopulistisch, präfaschistisch und so weiter und so weiter. Ich bleibe jetzt einmal bei dem Begriff Rechtspopulismus, aber nicht nur Populismus und werde auch gleich erklären, warum ich entweder von Rechts- oder von Linkspopulismus spreche. Und ich möchte eine Definition zur Diskussion stellen,
die eine bulgarische Politikwissenschaftlerin unlängst publiziert hat und die mir recht gut gefällt. Und zwar Irina Krasteva in einem neuen Buch, das gerade erschienen ist, vor allem zu Online-Manifestationen des Rechtspopulismus. Und sie sagt, ich habe das selbst übersetzt, Rechtspopulismus ist ein Ausdruck von und ein Katalysator für den Wechsel von Klassenpolitik zu Wertepolitik, von Parteipolitik zu symbolischer Politik, von Ideologie zu Identitätspolitik und von sozioökonomischen zu kulturellen Gräben und Spaltungen. Und um das ein bisschen auszuführen, was heißt das? Also wir haben es sozusagen mit einer Art neuen Politik zu tun, die die traditionellen Ideologien und die traditionellen Spaltungen unserer Gesellschaft eigentlich verändert und auch transzendiert. Einerseits haben wir es nicht mehr nur mit einer traditionellen Klassenpolitik und, zu tun, sondern es geht vielmehr um einen Kampf und um einen Konflikt über Werte. Das können Geschlechterpolitik sein, Identitätspolitik sein, es kann Religion sein. Also es geht darum, eher konservative, eher progressive, alte, neue Werte einander gegenüberzustellen. Und insofern sind die traditionellen gesellschaftlichen Klüfte, wie wir sie kennen, ja, Arbeiter, Angestellte, Unternehmer, also die Kategorien, in denen wir immer gedacht haben, die passen so nicht mehr. Ja, das geht quer durch, weil es gibt Akademiker, die sich durchaus sehr traditionellen Werten zuwenden, es gibt auch Frauen, die sich einer traditionellen Geschlechterpolitik zuwenden, es gibt Arbeiter, die gehen plötzlich nach rechts, ja, nach traditionell rechts. Also es stimmt nichts mehr so, wie wir es gekannt haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir müssen anders denken. Das Zweite, was Irina Krasteva sagt, es geht nicht mehr um traditionelle Parteipolitik, sondern es geht sehr stark um symbolische Politik. Und das hängt auch mit den kulturellen Gräben zusammen. Also man diskutiert etwa über das Kopftuch oder man diskutiert über Minarette. Aber eigentlich stehen diese Symbole für Ideologien und für viele Bedeutungen, die hineinprojiziert werden. Das Kopftuch steht für, und das kann man jetzt für sich überlegen, sehr konservative Geschlechterpolitik, unemanzipierte Frauen, progressive Frauen, Frauen, die einfach entscheiden, sie wollen das tragen und. Aber wir diskutieren nicht mehr über Arm und Reich, sondern wir diskutieren über das Kopftuch. Also in Österreich ist das ganz stark, ist die Diskussion auf solche Symbole hingelenkt und natürlich auch in Frankreich und in anderen Ländern, auch in England war das stark der Fall, mit ganz unterschiedlichen Konsequenzen. Ja, es ist sehr unterschiedlich, wie dann damit umgegangen wird. Es sind auch nicht mehr die traditionellen Ideologien, die verhandelt werden. Dabei meine ich jetzt gar nicht die großen Ideologien wie Marxismus oder Ähnliches, sondern es geht darum, jeweils Identitäten zu definieren. Und es geht ganz stark darum, diese neuen Gruppen auch neu zu formieren und gegeneinander oder miteinander auszuhandeln. Und letztlich, und das habe ich ja schon angesprochen, geht es in der Debatte sehr wenig um sozioökonomische Verhältnisse und sehr stark um kulturalistische Werte und Symbole. Insofern hat sich die öffentliche Debatte ganz stark verschoben. Und es ist auch schwierig, sich da manchmal zurechtzufinden, weil jene, die immer in einer Gruppe waren und wo man immer klar gesehen hatte, die identifizieren sich mit ganz bestimmten Positionen. So ist das nicht mehr. Ja, das hat sich insgesamt verschoben.
Und wir können uns dann fragen, warum das so ist. Warum also dieses Wir und die anderen sich jetzt völlig anders und immer neu verschiebt und definiert. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, was diese Definition betrifft. Was sind die Charakteristika und die wichtigsten Definitionen des Rechts, Dimensionen des Rechtspopulismus? Ich möchte da gleich vorausschicken, alle rechtspopulistischen Parteien, und momentan haben wir es in Europa mit ungefähr 29 zu tun, alle diese Parteien sind unterschiedlich, ja, und sie sind auch historisch alle unterschiedlich gewachsen. Noch dazu gibt es einen ganz großen Unterschied, und wir haben das ja auch heute Vormittag diskutiert, zwischen den rechtspopulistischen Parteien in den ehemaligen Ostblockstaaten und jenen, die in Westeuropa. Und vor allem deshalb, ich schicke das jetzt nur kurz voraus, weil die eben zwei totalitäre Regime hintereinander erfahren haben in diesen Ländern und die Erziehung zur Demokratie viel später eingesetzt hat. Einerseits und eine Bewältigung, eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus wenig oder gar nicht stattgefunden hat. Und das gilt für Ungarn, das gilt für Polen, das gilt für Rumänien, Bulgarien und es gilt auch für die ehemalige DDR. Das ist, glaube ich, etwas, was noch viel zu wenig beachtet wurde. Abgesehen jetzt aber von all diesen historischen Unterschieden, wie diese Parteien entstanden sind und sich konstituiert haben, kann man, denke ich, vier Dimensionen trotzdem sehen. Die erste ist ein gesteigerter Nationalismus, also das Volk, das wieder in den Vordergrund tritt, und zwar die Fantasie eines homogenen Volkes. Ja, also in Österreich wird oft von den echten Österreichern gesprochen und da hat jeder sicher ein Bild von jemandem mit Lederhosen oder so. Also was in Finnland sind es die echten Finnen und die Partei entsprechend heißt auch The True Finns und in England sind es die echten Briten und so weiter. Also es gibt eine Vorstellung sozusagen, wer sind wir, wer sind diese echten Mitglieder dieses scheinbar homogenen Volkes, wo sämtliche Schichtungen zunächst vernachlässigt werden. Oft wird auch dieser Antipluralismus mit einer Blut- und Bodenideologie unterfüttert. Das muss nicht sein, aber es kann sein. In Österreich ist es sicherlich der Fall. Der zweite Punkt ist Anti-Eliten, Anti-Privilegien, Anti-Establishment, Anti die da oben. Das kennen Sie ja aus den Debatten recht gut. Das kann sich auch gegen ganz unterschiedliche Eliten richten. In den USA beispielsweise ist es ganz stark zurzeit nicht nur gegen die frühere Politik, das was Trump Washington nennt, sondern auch gegen die Universitäten, gegen die Intellektuellen und so weiter. Das ist zum Beispiel in Österreich weniger der Fall, da geht es eher gegen die Journalisten und gegen die Reichen. Ja? Also das kann wechseln, wer die da oben sind. Das ist sehr oft gepaart mit einem Anti-Intellektualismus. Ich nenne das die Arroganz der Ignoranz. Das heißt, man ist eigentlich fast stolz darauf, dass man Experten nicht mehr braucht. Ja, weil man weiß, das Volk weiß, intuitiv weiß man, ja, aus dem Bauch, und man braucht also weder Experten noch Wissenschaft, noch Intellektuelle, noch Journalisten, noch sonst jemand, die also Vertreter des Systems sind. Insofern haben wir sehr stark ausgeprägt, und ich habe mich speziell mit Sarah Palin beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an sie erinnern, die damals angetreten ist gegen Obama, ja, zusammen mit McCain.
Sarah Palin hat auch ein Buch geschrieben über ihre Politik. Das kann man kaufen und lesen. Und da beschreibt sie beispielsweise, also man muss nicht Ökonomie studieren, ja, um also irgendwas über Finanzen zu verstehen. Jede Hausfrau, die das Budget zu Hause organisiert, könnte auch das Budget der Vereinigten Staaten organisieren, weil das weiß Frau einfach. Und diese Meinung, sie lachen, aber das steht tatsächlich so dort, diese Meinung läuft unter Kitchen Economics, ja, Küchenökonomie. Und diese Betonung des intuitiven Wissens, dass das Volk weiß, ist aber die Grundlage oft für einen Appell, dass wir mehr direkte Demokratie brauchen, ja, weil Referenda werden durch genau das gerechtfertigt, ja, dass man einfach weiß. Man kann also über Brexit oder Remain abstimmen, auch wenn man nichts über die EU weiß, weil man weiß. Ja. Und in England damals, ich war damals dort, wie diese Kampagne stattgefunden hat, war das tatsächlich so, dass die Brexit-Befürworter gesagt haben, sie brauchen keine Experten mehr. Das sagte Michael Gove, der ehemalige Minister für Bildung. Ja? Also sozusagen, man weiß einfach, und ich glaube, das ist eine Grundlage, über die wir, ein Moment, über das wir wirklich nachdenken sollten, weil das in so viele Bereiche jetzt hineinrinnt und letztlich auch Fakten unterminiert. Ja? Also wenn Fakten dazu werden, dass man nur sagt, okay, das ist deine Meinung, meine Meinung ist eine andere, dann verwandeln sich Fakten in Meinungen. Ja? Das hat übrigens Hannah Arendt schon gut beschrieben. Und das wird dann wirklich gefährlich, weil dann ist alles nur mehr eine Meinung, ja, die verhandelt werden kann und nichts mehr faktisch. Der dritte Punkt ist der Appell für mehr Sicherheit, für Ordnung, Law and Order, für eine mehr hierarchische Gesellschaft. Das wird heutzutage sehr leicht gerechtfertigt und legitimiert durch Terror. Ja, also man muss immer mehr Bürgerrechte auch zurücknehmen, weil wir werden ja alle ständig jetzt mehr und mehr bewacht. Aber diese Law and Order, ich werde Ihnen dann ein Beispiel aus Trump-Reden geben, werden Sie sehen, wie das realisiert wird. Und letztlich, da habe ich jetzt mehreres unter diesen letzten Punkt gefasst, nämlich einerseits konservative Werte, also eine starke Nostalgie. Warum ist es nicht mehr so, wie es einmal war? Ja, und da wieder Griff nach Amerika, make America great again. Was heißt das again? Was heißt das wieder? Auf was weist das hin? Auf welche Zeit? Ja? Wenn man sich das anschaut, was sich jetzt abspielt in den USA, wahrscheinlich auf eine Zeit vor der Civil Rights Movement, ja? Also für die 50er Jahre, ja? Als es weiß war. Ja, also diese Nostalgie, warum ist es nicht mehr so, wie es einmal war, warum kann man die Uhr nicht zurückdrehen, dass sich die Welt so schnell verändert hat, das ist mit diesem Konservativismus gemeint, auch eine sehr traditionelle Familienpolitik und Geschlechterpolitik. In den skandinavischen Ländern treffen wir das an, was vielfach unter Wohlfahrtschauvinismus läuft, nämlich, dass man Angst hat vor Verlust. Ja, also es ist nicht wie in Griechenland, dass es den Leuten wirklich schlecht geht oder in Spanien oder Portugal oder Italien, sondern dass man Angst hat, dass es einem schlecht gehen könnte und daher hat man Angst, jemand nimmt einem was weg. Wer könnte einem was wegnehmen? Die Migranten, Migrantinnen. Ja, also ein Sündenbock wird konstituiert, man hat Angst vor Verlust und dieses Bewahren des Wohlstands, ja, das wird als Wohlstandschauvinismus bezeichnet. Dazu gehört auch zum Konservativen und zu den Werten
ein Geschichtsrevisionismus. Und da muss ich sagen, das sehe ich auch jetzt von außen, wenn ich nach Deutschland schaue, dass das hier versucht wird. In Österreich hatten wir das, ja, zur Genüge. Das hat sich ein bisschen nach Waldheim verändert, ja, nach 86. Aber natürlich gibt es noch die alten Heldenmythen und Ähnliches auch in Österreich. Und damit komme ich zu diesem Muster, das ich versuche eben auch in meinem Buch zu erfassen. Aber es ist natürlich nicht das Einzige, was den Rechtspopulismus erklärt. Aber es ist ein Muster, das anscheinend sehr gut funktioniert. Und auch nicht neu, ja, weil alle Politiker instrumentalisieren Angst. Und viele Politiker gerieren sich als Retter. Ja, das kann man in Mein Kampf nachlesen. Das sieht man schon vor vielen Jahrhunderten. Aber das ist jetzt ganz systematisch. Also zunächst gibt es einmal Angst. Und es gibt durchaus legitime Ängste. Ja? Wir haben alle Angst vor Klimawandel, wir haben alle Angst vor Naturkatastrophen, auch vor Krieg. Ja? Aber es gibt auch Ängste, die verstärkt werden und nicht mehr auf das Reale hin bezogen werden. Ja, also wie viel Kriminalität gibt es, wer verursacht sie und so weiter, wo Fakten einfach nicht mehr beachtet werden. Und dann wird sehr schnell eine Gruppe gefunden, die dieses Problem verursacht hat. Das waren früher Juden und Roma und das sind jetzt andere Minderheiten, Migranten und Flüchtlinge. Und die Idee ist, wenn man mit diesem Problem jetzt irgendwie umgeht, ja, also wenn man Grenzen schließt zum Beispiel, dann ist dieses Problem weg. Ja. Also eine sehr simplistische Lösung, die sich aber sehr gut verkauft. Und in einem dritten Schritt wird also versprochen, man löst dieses Problem, dadurch wird Hoffnung, ja, Angst, dann Hoffnung. Und jene, die das versprechen, die Repräsentanten dieser Parteien, kommen jetzt wie die Retter daher und sagen, also wir sind wie Robin Hood oder so, wir retten jetzt den kleinen Mann, die kleine Frau und wir werden sozusagen dieses Problem lösen. Und wenn Sie sich anschauen, wie diese rechtspopulistischen Anführer, ob jetzt Marine Le Pen, H.C. Strache, Trump oder wer auch immer, Nigel Farage in England, sich sozusagen inszenieren und die Performance sich genauer anschauen, so ist das genau dieses Muster, sozusagen ich bin ein Vertreter dieses Volkes, aber ich rette auch dieses Volk. Und das sehen Sie ganz stark in diesen rechtspopulistischen Parteien. Ja, wer sind diese Leute? Und ich habe nicht zufällig, weil diese Finger, habe ich jetzt nicht lang suchen müssen, weil alle diese Vorsitzenden unglaublich autoritär rhetorisch auftreten und ich habe auch einen Dissertanten, der das spezifisch untersucht. Ja, also den Körperhabitus, wenn die also solche Reden halten und besonders Trump ist, also bietet sich natürlich an für solche Untersuchungen. Aber Sie sehen jetzt ganz stark, ich glaube, das müsste funktionieren. Das ist der britische Führer von der UKIP-Partei, der United Kingdom Independence Party, Viktor Orban, Fidesz-Ungarn, Geert Wilders, die Holländische Freiheitspartei, die Dame muss ich Ihnen nicht vorstellen. Diese Dame ist Marine Le Pen von Front National, das ist H.C. Strache, Hans-Christian Strache von der österreichischen FPÖ und das ist Donald Trump. Wichtig ist, dass bei all diesen Parteien sehr starke Führer
Führungspersönlichkeiten hervortreten. Das können Männer und Frauen sein. Ja, sie sind zwar sehr männliche Parteien, sie haben viel mehr männliche Wähler, das ist also nachgewiesen, aber das sind alles relativ charismatische Persönlichkeiten. Das heißt, die inszenieren sich auch sehr geschickt. Die Performance gehört da absolut dazu. Performance auch online, Performance in den Medien, Performance im Fernsehen. Das ist auch sehr gut trainiert. In Österreich haben wir das speziell untersucht, das neurolinguistische Programm. Also eine spezielle Art der Rhetorik, die alle freiheitlichen Politiker und Politikerinnen tatsächlich durchgemacht haben. Ja, also das ist bekannt, man kennt auch die Trainer und man kann also auch die diversen Strategien wirklich feststellen und beobachten. Ja, wie schaut das aus jetzt überhaupt in Europa? Das ist jetzt schon ein bisschen veraltet. Ich habe nur keine neue Grafik gefunden. Das ist also Mai 2016. Sie wissen, seither hatten wir Wahlen in Frankreich, in Holland, in Österreich und auch in Deutschland. Und die Nationalratswahl in Österreich kommt. Andreas hat ja darauf hingewiesen. Dennoch sehen Sie, wo stehen jetzt die Länder oder die Parteien, in welchen Ländern sind sie meist oder mehrheitlich vertreten? Polen, also die PiS-Partei, wo ja Kaczynski sozusagen die Geschäfte im Hintergrund führt, haben fast 45%, sind an der Regierung und die Meinung, die viele Forscher und Forscherinnen vorher vertreten hatten, dass solche Parteien, sind sie einmal an der Regierung, sehr bald rausfliegen, weil sie das scheinbar nicht können, diese Meinung ist falsch, weil sehr schnell autoritäre Maßnahmen auch durchgeführt werden. Sie haben dann Österreich, da ist, also liegt die FPÖ 2016 noch ungefähr bei 34%. Inzwischen ist das weniger geworden, weil wir einen neuen ÖVP-Obmann haben, der relativ ähnliche Politik vertritt wie Strache, aber soft, und jetzt diese 35 inne hat, während Strache auf ungefähr 25 heruntergefallen ist. Schweiz, ja, Blocher, die Schweizer Volkspartei, und dann kommen die anderen skandinavischen Parteien und sie können Deutschland etwa hier ansetzen. Ja. Also Sie sehen, dass interessant ist, dass Ungarn auf dieser offiziellen Grafik nur hier liegt, weil das die Jobbik-Partei ist, die hier einbezogen wurde. Das ist tatsächlich eine Neonazi-Partei, das muss man so sagen, während Fidesz ja offiziell bei den europäischen Volksparteien ist, obwohl sie alle sozusagen Momente des Rechtspopulismus besitzt. Also eigentlich müsste Fidesz hier oben sein, aber und Jobbik ist hier, nicht? Und Deutschland ist also ohnehin relativ richtig da auch schon 2016 prognostiziert. Also Sie sehen, dass eine interessante Eigenschaft hier, dass sehr reiche kleine Länder sehr große rechtspopulistische Parteien haben. Und da könnte man sich fragen, warum ist das so? Nicht? Also die These bisher war, gesteigerte Arbeitslosigkeit, Finanzkrise, Rechtspopulismus. Ja? Siehe goldene Morgenröte in Griechenland und so weiter. Ist aber nicht so. Ja? Spanien hat zum Beispiel nicht so eine rechtspopulistische Partei, trotz der großen Krise. Und Länder, die in der Finanzkrise so gut wie kaum berührt wurden, wie Österreich, Schweiz und Dänemark, haben sehr große Parteien. Und womit hängt das zusammen? Das hängt mit der Geschichte zusammen. Also in Österreich kommt die Freiheitliche Partei aus der NSDAP, 1949 gegründet, als Sammelbecken der ehemaligen NSDAP-Mitglieder. Und es ist eine Identitätsproblematik, die in diesen Ländern
ganz stark gespielt wird. Ja, das Bewahren des Territoriums, der Eigenheit dieser kleinen Länder spielt hier eine ganz große Rolle und das Bewahren des Wohlstandes. Ja, also das sind Länder, die ganz stark diesen Wohlstandschauvinismus haben und nicht die große Krise. Und das finde ich, das, also sozusagen die ganz einfachen Erklärungen, die funktionieren eben nicht. Jetzt kurz zu dieser Grammatik, bevor ich zu meinen Beispielen komme. Da also wieder ein Zitat, das ist nur ein Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist. Und das, diesen Punkt macht Dick Pels, ein holländischer Soziologe, Kulturanthropologe, der eben sagt, man kann Rechtspopulismus keinesfalls nur auf den rhetorischen Stil herunterbrechen, ja, sondern es ist immer die Mischung von Form und Inhalt. Ja, also das ist ja auch für die Diskursforschung ganz wichtig. Es ist immer Form und Inhalt. Nur Form ist es nicht. Ja. Jeder Politiker ist auch Populist. Jeder Politiker spricht ein Wir an. Ja. Es muss eben noch viel anderes dazukommen, vor allem dieses nationalistische und Anti-Eliten-Element. So, was sind manche dieser argumentativen Strategien? Ich werde die nicht alle durchgehen, ich will Ihnen auch keine Vorlesung in Diskursanalyse halten, sondern nur auf ganz wenige eingehen. Wir hatten schon das Kreieren eines Sündenbocks, das ist also eine ganz klassische Strategie, die wird auch schon in der Rhetorik bei Aristoteles beschrieben, ja, das ist alles nicht neu erfunden. Die Opfer-Täter-Umkehr, ja, also diese Opferrolle, die von diesen Parteien sehr stark betont wird, entweder fühlen sie sich ausgegrenzt oder sie fühlen sich falsch zitiert, also sie sind sehr oft Opfer. Und eigentlich attackieren sie ständig. Ja? Also das ist ein Verdrehen dessen, was sie machen und dieses Annehmen dieser Opferrolle, besonders in TV-Diskussionen, ist sehr auffällig. Das, was ich kalkulierte Ambivalenz nenne, das heißt keine eindeutigen Aussagen. Ja? Die Ideologie schwankt. Ja? Sie sind sowohl für die Arbeiter wie auch für die Unternehmer. Und das lässt sich durch diese Werte erklären, ja, weil die Werte ziehen sich durch und spalten neu. Sie können aber auch gleich unterschiedliche, widersprüchliche Aussagen in eine Aussage vereinen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, das eben für das Haider sehr bekannt war, nämlich sogenannte ambivalente Entschuldigungen. Ja, Haider hat immer wieder Tabus gebrochen, das gehört also auch zu einer dieser Strategien. Und dann musste er sich entschuldigen. Ja, also die Medien haben forciert, die anderen Parteien haben forciert. Haider hat irgendetwas gesagt über die großartige Beschäftigungspolitik im Dritten Reich oder sowas oder ein großer Skandal. Ja, er musste sich entschuldigen. Und daraufhin hat er sich entschuldigt in einer ganz bestimmten Weise. Er sagte nämlich, eigentlich muss ich mich entschuldigen. Und das heißt, er wurde gezwungen, sich zu entschuldigen, aber gleichzeitig entschuldigt er sich. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er sich nicht entschuldigt hat, aber nur eigentlich. Ja? Und er musste auch. Und das ist sozusagen ein doppeltes Signal. Es ist ein Signal an seine Wähler, Wählerinnen. Ich stehe sowieso zu meiner Meinung. Ich muss mich jetzt nur entschuldigen. Ja, das ist halt so. Aber gleichzeitig offiziell hat er sich entschuldigt, nicht? Und dieses Doppelspiel rhetorisch gelingt sehr gut. Verschwörungstheorien sind massiv, also das kennen Sie sicher aus von der AfD ebenso. Und den Rettungsmythos habe ich schon besprochen, das Perpetuum mobile stelle ich noch später dar. Ja, das schaut jetzt kompliziert aus, ist aber überhaupt nicht kompliziert. Was ich Ihnen zeigen will, ist das, was ich momentan beobachte, und das ist eigentlich etwas, das ich seit der Publikation meines Buches neu sehe und beobachte, nämlich wie bestimmte Tabubrüche, Äußerungen, politische Forderungen von rechten Rand
ganz schön in die Mitte kommen. Und ich nenne das Normalisierung, Jürgen Link nennt das Normalismus, wie eben Argumente, Aussprüche, Unakzeptables, ja, Unsagbares plötzlich sagbar wird. Das können diffamierende Bemerkungen sein, das kann Geschichtsrevisionismus sein, das ist ein Brechen von Tabus und das kommt langsam zunächst vom internen Kreis, von der Backstage der Politik in den Vordergrund und geht dann durch alle Textsorten und durch alle politischen Felder durch. Und zwar nicht stromlinienförmig, sondern so einmal da, einmal dort, das wird so verteilt, das verteilt sich gut über Multiplikatoren im Netz, in Facebook und so weiter. Und dann irgendwo haben wir plötzlich ganz restriktive Einwanderungsgesetze, die irgendwann hier oben entstanden sind. Und das ist etwas, was ganz stark nachvollziehbar ist. Also für Österreich haben wir das ganz klar nachvollzogen in den letzten Jahren, Stück für Stück. In England ist das auch genauso der Fall, immer schärfere Gesetze, immer mehr Tabubrüche. Und in Amerika erlebt man das quasi täglich. Und das ist jetzt fast mein letzter linguistischer Teil, nämlich wie argumentiert man gut und wie rechtfertigt man alle diese Tabubrüche, neue, strengere Gesetzgebung, was für Argumente benutzen die Politiker. Und da gibt es etwas, was wir auch schon seit Aristoteles und aus der Rhetorik kennen, nämlich die sogenannten Topoi. Das sind sozusagen Kurzschlussargumente, wo man sehr schnell jemanden überzeugen kann, ohne das gesamte Argument auszuführen. Also ich sage einfach, wenn das Volk das für richtig findet, dann ist es richtig. Und ich muss jetzt gar nicht begründen, ich muss auch keine Beweise anführen. Wenn etwas uns bedroht, dann muss man was unternehmen, auch wenn das nur eine gefühlte Bedrohung ist und keine sozusagen reale. Oder man sagt, wenn die Wirklichkeit so ist, wie sie ist, dann muss etwas geschehen und ich definiere die Wirklichkeit einfach so, wie es mir passt. Das ist das, was wir mit der postfaktischen Welt momentan genau erleben. Also diese sehr schnellen Kurzschlussargumente erleben wir besonders häufig und die dienen dazu, das Territorium, das eben als Haus, die Nation als Haus wahrgenommen wird, immer wieder neu zu begründen. Wir müssen dieses Haus schützen, wir müssen die Grenzen schließen, wir können nicht mehr Geld ausgeben, also der Topos, dass wir einfach schon zu sehr belastet sind, wir sind bedroht, wir schließen die Tür. Wir alle haben diese Vorstellung der Nation als ein Haus, da kann man die Tür aufmachen oder man macht sie zu. Okay, ich komme jetzt zu meinem ersten Beispiel und das ist aus einem Comic, das die FPÖ hergestellt hat. Das Comicbook kann man sich auch runterladen von deren Homepage und das Comicbook heißt Der blaue Planet. Und was wir hier sehen ist, dass Strache in so einem seltsamen blauen Spaceship oder einem alten VW, ich weiß nicht genau, was das ist, einfliegt und Wien rettet. Und wie schaut jetzt Wien aus? Was ist sozusagen das Bedrohungsszenario, das Sie für Wien hier haben? Sie haben also, ich weiß nicht, wer Wien kennt, aber in der Mitte von Wien ist der Stephansdom, also die Kathedrale, die hat plötzlich einen Halbmond anstelle eines Kreuzes. Sie sehen hier plötzlich auch Moscheen in der Mitte der Stadt, das ist natürlich nicht präsent. Und Sie haben das Multikulti, ja, durch verschiedene Schriftarten, Orthographien und Sprachen
präsent. Sie haben Hebräisch, Sie haben Italienisch, Sie haben Arabisch, Sie haben Russisch, also Sie haben Englisch, Sie haben Jiddisch, ja? Sie haben alles hier präsent als die Bedrohung von Wien. Wien wird quasi übernommen von all diesen eindringenden Fremden. Ja? Und die also dadurch eben auch Wien zu einer muslimischen Stadt machen. Und jetzt muss Strache einfliegen und Wien retten. Und da die Farbe der Freiheitlichen Partei blau ist, reitet er auf dem blauen Planeten eben auf diesem Spaceship ein. Ich finde das, und das wird in den Schulen verteilt, dieses Comicbook, das wurde an alle Kinder in allen österreichischen Schulen verteilt, sehr teuer hergestellt, ja, also mit sehr viel Geld an 16-Jährige, die in Österreich wahlberechtigt sind. Ja. Und ungefähr 40-50% der Jugendlichen wählen auch rechtspopulistisch. Das wissen wir. Zweites Beispiel. Ich bemühe mich, alle meine drei Beispiele doch noch unterzubringen. Hier habe ich versucht, die Begründung, warum eine Mauer so wichtig ist an der Grenze nach Mexiko, aus vier Reden, die Trump gehalten hat, Ihnen die sozusagen Leitmotive herauszudestillieren. Was macht also Trump? Zunächst erster Schritt, es gibt viele illegale Immigranten, für die besser gesorgt wird als für unsere großartigen Veteranen. Das ist einmal schon Aufrechnung und Neid. Ja, wieso kriegen die was, was wir nicht haben? Ja? Zweitens, die Mexikaner schicken uns nicht die richtigen Leute. Die schicken uns die, die sie nicht wollen, die unser Geld nehmen. Es wird schlimmer und schlimmer werden. Sie sehen, wie Bedrohung tatsächlich konstruiert wird. Und das wird jetzt vereint mit der Bedrohung durch ISIS. Ja, obwohl die Mexikaner nicht sehr viel am Hut haben mit ISIS. Und plötzlich haben wir jetzt ISIS und die Gräuel als Morde, besonders für Frauen. Das sind Leute, die unser System nicht wollen. Die haben keinen Respekt für menschliches Leben. Stimmt schon, für ISIS. Hat aber mit der Mauer zu Mexiko wenig zu tun. Das geht dann weiter und das ist jetzt ein ganz häufiges Argument, Verlust von Kontrolle. Das spielt jetzt diese Recht und Ordnung und Sicherheitsthematik zu der hinein und war für Brexit entscheidend. Ja? We want to take control back, war das Thema der Brexit-Bewegung. Also wir haben keine Kontrolle, wir müssen wieder die Kontrolle haben. Und das muss aufhören. Ja? Und das heißt, ich mache Ordnung. Ja? Ich bin Retter Trump. Wir müssen achtsam sein. Das heißt, wir werden jetzt alles beobachten, Augen und Ohren, Überwachung ist okay. Und das Ende aller dieser Reden, und da gibt es x andere, ja? Die laufen alle nach diesem Muster ab, um das Land stark zu machen, müssen wir die Grenzen dicht machen. Wir kennen natürlich genau diese Argumente auch aus der europäischen Diskussion 2015. Man kann nicht stark sein, wenn man keine Grenzen hat. Also, und das ist eine ganz einfache Argumentation. Sie ist voll von Trugschlüssen, aber sie ist sehr gefühlsmäßig und mit viel Pathos vorgetragen. In einer sehr simplen Sprache, viele machen sich über Trumps Sprache lustig, ja, aber sie ist sehr authentisch, sie ist sehr umgangssprachlich. Viele Menschen haben das Gefühl, der redet so wie ich. Ja. Der versteht mich. Ja. So rede ich auch am Abend irgendwo im Pub oder in der Bar. Und daher sind wir sozusagen auf derselben Ebene. Ja. Der redet nicht zu mir herunter, der redet mit mir auf der gleichen Ebene. Also man könnte dieses Argument zusammenfassen, die USA ist in Gefahr,
Mauern haben schon andere Länder geschützt. Es gibt genug Geld, stimmt nicht, aber das wird sich ja zeigen. Und daher wird die Mauer Sicherheit bringen. Und wir müssen also das Problem Kriminalität, Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, alles, was Amerika bedroht, ist dann gelöst, wenn man diese illegalen Migranten abschiebt. Das Zweite, noch dazugehörig, ist die Frage, wer ist das Volk und wer ist wir und wer sind die anderen? Und da möchte ich Ihnen nur einen kurzen Ausschnitt eines Gesprächs zeigen, das in Österreich vor der letzten Wahl, Bundespräsidentenwahl, stattgefunden hat. Und zwar, Sie erinnern sich vielleicht, das wurde in Deutschland auch gesehen, das ist unser momentaner Präsident Van der Bellen, das war der rechtspopulistische Kandidat Norbert Hofer. Es gab eine TV-Diskussion, die war unmoderiert. Man hat beschlossen, das nie wieder zu versuchen. Ja? Das war eine absolute Katastrophe. Ja? Und 45 Minuten, die haben sich am Ende beide benommen wie die Schulbuben. Aber vor allem Hofer hat wirklich Van der Bellen provoziert, ununterbrochen. Was ich Ihnen aber zeigen will, ist, was Van der Bellen am Ende sagt. Ja? Er sagt, wer muss dann noch zu dem gehen, Hofer sagt, dass ich immer einer sein werde, der auf Österreich schaut. Das ist wieder dieser Rettermythos. Und er wirft Van der Bellen vor, nur die Haute Volée, ja, die Schikaria zu seiner Wählerschichten zu haben. Ich bin ein Kandidat der Menschen. Ja, das Volk, die Menschen, das sind Hofers Wähler, das ist der ganz große Unterschied. Van der Bellen versucht sich zu wehren und weist ihm auch nach, dass das ja infam sei. Sind dann die Wähler von Van der Bellen keine Menschen, fragt er. Hofer sagt, ja, das sind auch Menschen, aber es ist die Schikaria. Schikaria ist ein Schimpfwort, war immer für jene Leute, auf jene Leute gemünzt, Jet Set. Ja? Leute, die nach Ibiza gefahren sind, war Schikaria. Das ist jetzt sozusagen die Elite. Und dann ist der Gong nach 45 Minuten und Hofer nützt das aus, obwohl er nicht mehr sprechen dürfte. Sagt er dann noch, ich werde für die Österreicher da sein und das ist der große Unterschied. Ich werde ein Präsident für die Österreicher sein und nicht der Präsident der Schikaria. Und da haben sie das Auseinanderdividieren der Österreicher, Österreicherinnen, dieses Volk, ja, das Hofer rettet und die anderen, ja, die Eliten, die Journalisten, die Schikaria, die Opposition, wer auch immer, für die wäre Van der Bellen da. Ja? Was wir dann gesehen haben, war ein Kontrast zwischen einem Nationalismus, der eben ausgegrenzt hat, à la Hofer, und einem Nationalismus, der inklusiv war, weil Van der Bellen hat letztlich gewonnen mit dem Slogan, ich bin für alle Menschen da, die in Österreich wohnen. Ja? Und das war dann der große Kontrast, der am Ende übrig geblieben ist. Ich komme zu meinen letzten zwei Folien. Und zwar will ich Ihnen noch diesen Anteil der Medien kurz zeigen. Also es gibt immer wieder Skandale. Ja? Und auch in Deutschland gibt es die. Ich will das gar nicht vorlesen, weil sonst reproduziere ich das. Aber das sind Aussagen des Vizebürgermeisters von Wien. Ja, dass der Herr Godenus ist nicht irgendwer, das ist der Vizebürgermeister von Wien, weil die Freiheitliche Partei die zweitstärkste Partei in Wien ist. Nur in Wien gibt es eine rot-grüne Koalition und Stadtregierung. Sie können sich vorstellen, dass wenn sowas bekannt wird, das ist ein Skandal. Ja?
Medien, alle Medien bringen das und dann passiert Folgendes. Also es gibt einen Skandal, Herr Gudenus sagt, Asyl ist kein Menschenrecht. Ja? Alle müssen darauf antworten, alle Medien berichten das jetzt auf Seite 1, Schlagzeile, Gudenus sagt, ja, Asyl ist kein Menschenrecht. Alle anderen Parteien und Politiker werden gefragt und was macht dann jemand, der das produziert hat? Er sagt, ich habe das nicht gesagt und ich habe es nicht so gesagt und ich habe es auch nicht gemeint, wenn ich das so gesagt habe und überhaupt, ja, und es gibt also jede Menge Disclaimers, nennt man das auf Englisch, wie man solche Einschränkungen macht. Gut, es wird dann umdefiniert. Identifikation mit dem Aggressor, jemand anderer hat das gesagt. Eigentlich sagen das die anderen, ja? Nicht ich. Okay, daher ist man jetzt ein Opfer einer Kampagne geworden. Es gibt eine Verschwörung, irgendwer steckt dahinter, wer ist das? Die Lügenpresse, die Oppositionsparteien, die Weltverschwörung, die Banker, die Juden, Soros, irgendwer. Die Sündenböcke werden identifiziert und dann kommen plötzlich neue Beweise. Und das war in der amerikanischen Wahl zum Beispiel ganz stark. Sie erinnern sich an dieses Sexvideo, das plötzlich von der Washington Post über Trump veröffentlicht wurde. Also alles, es gibt einen authentischen Beweis. Okay, man rudert zurück und entschuldigt sich, ambivalent, ja? Also eigentlich, ja, aber das war, hat Trump gesagt, nur so ein Hintergrundgespräch und in der Sauna und so unter Männern, ja, das war eigentlich gar nicht so gemeint und überhaupt Hillary Clinton hat auch, ja? Und damit war das wieder weg vom Tisch und das Ganze beginnt von neuem, ja? Und das ist, was ich Perpetuum mobile des Rechtsextremismus oder des Rechtspopulismus nenne. Das spielt sich tagtäglich bei uns ab. Ich nehme an, in Deutschland auch, in Österreich ständig und das schon seit 20 Jahren. Und alles reagiert nur mehr. Man ist getrieben, ja, von dieser Dynamik und man muss das durchschneiden. Ja. Man muss einfach sagen, okay, ich gehe nicht drauf ein. Ja? Sie haben das gesagt, ich publiziere das auf Seite 12 und manchmal publiziere ich es gar nicht. Und damit ist die provokative Strategie hilflos. Ja? Die läuft ins Leere. Ja, ich komme zu meiner letzten Folie. Es tut mir leid, ich habe ein bisschen überzogen. Ich nenne das die nicht mehr das postfaktische Zeitalter, sondern eigentlich die Post-Scham-Ära. Gelogen haben Politiker und Politikerinnen immer. Ja? Gibt ein großartiges Buch schon auch von Hannah Arendt dazu, aber wir wissen, die Politik der Lüge ist alt. Ja? Und das hat man dann als Diplomatie manchmal bezeichnet, Halbwahrheit, was auch immer. Was mir jetzt auffällt, ist, dass es schamlos geworden ist. Ja? Es gibt keine Tabus, es ist unverschämt, ja? Es ist schamlos. Man sagt, was man will, es ist gelogen, es ist nicht wahr, es ist was auch immer, es macht nichts. Ja? Anything goes, alles ist möglich, Widersprüche, es macht nichts. Ja? Also ich halte das, benenne das als die Post-Scham-Ära und würde meinen, wenn man sich fragt, wieso ist das alles so, nur zum Einstieg in die Diskussion ein paar Punkte. Wichtige Probleme wurden von den Eliten nicht benannt. Sie wurden schon gehört, sie wurden auch ernst genommen, aber man hat dem nichts entgegengesetzt. Ja? Man hat nicht neue Programme entwickelt.
alle Eliten werden als gleich wahrgenommen. Ja? Alle Politiker sagen eh alle dasselbe, ja? Ist sozusagen in Österreich der Spruch. Man profiliert sich nicht mehr genug, ja? Aus der Angst, Wählerstimmen zu verlieren. Die populistischen Akteure und Akteurinnen sind oft sehr attraktiv. Sie sprechen den Bauch an, das Bauchgefühl, und sie werden als authentisch wahrgenommen. Diese Sündenbock-Konstruktionen und die simplistischen Erklärungen sind sehr leicht zugänglich. Dem muss man Komplexeres entgegensetzen und das muss man eben geschickt machen. Und ich denke, da sind viele Parteien lang noch nicht angekommen. Und die Medienstrukturen, vor allem die Kurzfristigkeit der Medien, spielt dem natürlich ganz stark in die Hände. Ja? Weil ein Tweet und 140 Zeichen, was kann man da schon für Komplexität unterbringen? Also ich denke, dass da, das sind jetzt verschiedene Erklärungen, aber wichtige Probleme, Ungleichheit, ich meine, die ist tatsächlich vorhanden, ja? Das kann man nicht nur mit Diskussionen über das Kopftuch verändern. Also da denke ich, gibt es viel zu tun. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen und würde gerne mit einem Lieblingszitat von mir enden. Adorno ist immer sehr schön in seinen klaren, denke ich, Aussprüchen. Und da sagt er in der negativen Dialektik, nicht die Verhetzten muss die Politik gewinnen, sondern jene, die das große Unbehagen empfinden, ohne deswegen schon den Anstand verloren zu haben. Ich denke, das bringt das ganz gut auf den Punkt. Vielen Dank. So, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt so viel mitgeschrieben, ich weiß nicht, ob Sie im Geiste auch so viel mitgeschrieben haben, das war einfach tatsächlich genau das, was Sie in der Ankündigung oder was wir angekündigt haben, die Vernetzung von ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe mich jetzt versucht zu sortieren, mein Vorschlag ist, aufgrund der Zeit, die schon vorangeschritten ist, ich stelle 2, 3 Fragen und dann öffne ich erstmal ans Publikum und gucke, ob ich dann meine anderen 20 Fragen, die ich gerne stellen würde, nicht stellen kann, aber ich möchte sie natürlich nicht zu kurz kommen lassen und ich weiß, der Konzentrationsgrad, der sinkt ab irgendeinem Punkt. Aber ich habe mir mitnotiert, Anti-Intellektualismus, Politik mit der Angst, und Sie haben das alles ganz genau auseinandergedröselt, auch das Duell haben Sie sehr beispielhaft herangeführt, um zu sagen, also wie wir uns in Anführungszeichen beeinflussen lassen, sprachlich, und wie subtil das sozusagen bei uns ankommt. Jetzt mal ganz plakativ gefragt, verkaufen sich Rechtspopulisten einfach besser? Ist das angedreht? Ja. Ja, ich denke in manchen ja. Also ich kann jetzt wieder, vor allem für Österreich, wo ich eben schon so lange dieses Phänomen beobachte, das sagen, dass die Rechtspopulisten oder die Haider-Partei damals, wie sie begonnen hat, wesentlich prominenter in den Medien vertreten war, wesentlich stärker kampagnisiert hat. Die Plakate waren sicher eindringlicher, sehr kurze Slogan, gute Vermarktung, auch so in der Herstellung einer Marke. Ja, man hat ein Plakat gesehen, hat gewusst, das ist von der FPÖ, weil da war immer dasselbe Logo und so weiter, also wie ein Produkt, ja, wurde das gut vermarktet. Dieses Authentische, ja, also Bierzelt, Rhetorik, also die Haider ist also wirklich oszilliert zwischen, er war ja zeitlang Universitätsassistent gewesen, er war Jurist, er ist oszilliert zwischen Akademikern und Bierzelt, zwischen Dialekt und Hochsprache, also das alles gut funktioniert und trainiert mit diesem neurolinguistischen Programm. Ja. Das ist ein spezifisches Training, ein Kommunikationstraining, das letztlich so einer wirklich destruktiven Argumentation zugrunde liegt. Ja, die wollen nicht rational debattieren, schon gar nicht deliberieren oder sowas,
Habermas vergessen, ja, kann man weglegen, sondern die wollen streiten und zerstören. Ja. Und wenn man sich so ein TV-Gespräch zum Beispiel mit dem Hofer angeschaut hat, der wollte nur kaputt machen. Ja. Der hat beleidigt, unterbrochen, Themen gewechselt, Fragen nicht beantwortet. Und jemand, der das dem nicht irgendwie gewachsen ist, sondern erwartet ein normales Streitgespräch, wo man irgendwie Positionen klärt, der ist einfach weg. Ja? Also insofern, und dann noch ganz am Ende, die Online-Präsenz ist unglaublich. Ja? Also ich kenne mich wiederum mit der AfD da nicht aus, aber die FPÖ hat eine Online-Präsenz gehabt, wie die anderen Parteien das noch überhaupt nicht hatten. Diese Comic-Books, ja? Strache singt auch, es gibt Rap-Songs mit Strache. Ja? Also es ist so multidimensional. Ja? Also klingt auf jeden Fall ein Stück weiter als die AfD, aber es gibt Leute, die sprechen hier von einem Plusback-Effekt, ohne den Kollegen jetzt angreifen zu wollen. Es steht so ein bisschen symptomatisch für das Thema, bestimmte Sprecherinnen und Sprecher immer wieder abgebildet zu haben, die eine bestimmte Strategie hatten, Räume zu verlassen, Fernsehsendungen zu verlassen. Also wir haben ähnliche Argumentationsweisen, die Sie hatten in Bezug auf Medien und sozusagen sich zum Handlanger machen. Sie haben vorhin eine Sache angesprochen, die mich interessiert hat. Sie sprechen von Politik der Angst. Sie haben Make America Great Again genannt. Meine Frage wäre, welches Ziel verfolgt die Politik der Angst? Sie haben verschiedene europäische Länder beobachtet. Natürlich gucke ich auf Deutschland mit der, aber was ist so Ihre Erfahrung? Also wohin führt es oder wohin soll es führen? Ich will natürlich keine Horrorszenarien aufmachen, aber irgendwo schwingt das mit, wenn Sie sowas sagen. Ja, also ich denke, es geht zunächst einmal um Macht. Ja, Politik geht meistens um Macht oder Machterhalt oder Machtgewinn. Bei Trump ging es einmal darum zu gewinnen, obwohl ich glaube, dass er gar nicht damit gerechnet hat. Zunächst, wie er also gewonnen hatte, war er sehr überrascht und wusste nicht wirklich, was er damit tun soll. Aber es geht, und dann geht es darum zu verändern, ja, und Demokratie abzubauen und mit diesen Rechtfertigungen und Legitimationen mehr Sicherheit, Bewahrung des Wohlstandes und, ja, und wir sehen das ja gerade jetzt in Ungarn und Polen ganz stark, wie versucht wird, demokratische Institutionen auszuhöhlen. Ja, also eben den obersten Gerichtshof in Polen neu zu besetzen, das ist ihnen nicht so gelungen, ja, aber Versuch geht weiter, in Ungarn ist es gelungen, Pressefreiheit einzuschränken, also einfach demokratische Institutionen zu beschränken, zurückzufahren, immer mit diesem Appell, das Volk. Ja? Also ich stehe für das Volk, ich weiß, was das Volk will, ich mache das, was das Volk will, und dann darf man also auch noch diese Referenden einführen. Nicht? Und das heißt eigentlich, die repräsentative, pluralistische Demokratie auszuhöhlen. Also darum geht es, es ist ein anderes Weltbild, es ist ein anderes Gesellschaftssystem, das da eingeführt werden soll, und Orban sagt das eigentlich ganz explizit. Also wir haben seine Reden in Übersetzung, natürlich Ungarisch kann ich nicht, auch angeschaut. Orban sagt ganz explizit, es geht darum, das christliche Abendland zu bewahren. Dann sagt er auch, wenn diese ganzen Einwanderer, Migranten, Flüchtlinge gibt es ja nicht, die sind alle illegal, wenn also diese Migranten auch wählen könnten, würden sie links wählen, und das würde uns, diese Partei, möglicherweise schwächen. Also es ist ein ganz klares politisches Spiel, das da gespielt wird. Und spiegeln wir auf die andere Seite, Sie haben das Volk und die Bürger angesprochen, Sie haben gesagt, auch die haben sich verändert, jeder kann jetzt alles und kann auch überall mitsprechen. Meinung zählt mehr als Faktenwissen. Also Sie haben auch vorhin ganz am Anfang darüber gesprochen, wie sich Werte verändert haben, dass man nicht mehr eine klare Milieubeschreibung machen kann. Was mich jetzt interessieren würde, Sie hatten gerade zum Schluss das Adorno-Zitat. Also sozusagen, wer ist die Zielgruppe?
Ich stelle eine ganz provokative Frage, weil ich die Erfahrung mache, dass selbst Menschen, die sich als vermeintlich sehr tolerant einschätzen und ganz klar und eigentlich doch gegen AfD-Denkweisen, beispielsweise wie Auszähler der Wahl in Deutschland berichtet haben, in Bayern, beispielsweise Linke und AfD gewählt haben, SPD und AfD. Also Mischformen sozusagen im Gedankengut, ich würde jetzt sagen, ist das fehlende Selbstreflexion. Was ist mit denjenigen, die also vermeintlich denken, sie seien noch klar, aber auch in dieser Gemengelage sich wiederfinden und mal nach da und nach da driften? Ja, ich denke, man muss ihnen positive neue Narrative bieten. Also es ist ja, deshalb habe ich gesagt, es gibt legitime Ängste und es gibt soziale Ungleichheit und es gibt tatsächlich viele Probleme, wo die Eliten Politik, auch in die europäische Politik, nicht wirklich gehandelt hat. Das wissen wir alle, da gibt es viel Reformbedarf. Und die Antwort, denke ich, ist jetzt nicht plötzlich über alles abzustimmen und so, sondern die Antwort wäre, tatsächlich da sinnvolle Programme anzubieten und auch in den Dialog, in Interaktion zu treten. Also ich glaube, das ist jetzt rein aus meiner Erfahrung, ich wohne selbst im sozusagen Multikulti-Bezirk in Wien, im 10. Bezirk. Das ist der Bezirk mit der größten Zahl an türkischen, also ehemals türkischen Staatsbürgern. Die meisten sind jetzt Österreicher, Österreicherinnen, aber auch Leute von anderswo. Dass man in Interaktion tritt, ja? Dass neue Öffentlichkeiten geschaffen werden, auch ganz lokal, ja? Wo man miteinander irgendwie spricht, aber wo auch die Politik sich irgendwie einfinden muss. Und das ist total verabsäumt worden. Also ich spreche jetzt für Österreich. Wien hat zwar sehr viel gemacht, aber nicht vor Ort. Ja? Also sozusagen wirklich hingehen, in Interaktion treten und dann also diese Ängste, es hat sich alles so verändert, das ist nicht mehr mein Bezirk. Also mit den Leuten auch wirklich argumentieren. Es geht ja nicht nur darum, zuzuhören. Ja, das ist das, was die Politik immer sagt. Das kann ich nicht mehr hören. Ja, weil zuhören bringt nichts. Ja, also man muss eigentlich was tun. Ja, und man muss was anbieten. Und das ist das, was in solchen Fällen vielleicht dann dazu führt. Und diese Parteien gehen dorthin. Ja. Also das weiß ich auch wiederum von Wien. Die Wahlkämpfe und die Wahlkampfveranstaltungen der FPÖ finden gerade im 10. Bezirk statt. Ja, also in einem früheren, genuin sozialdemokratischen Bezirk, der hatte 80% SPÖ, also SPD-Wähler. Die haben jetzt 40%. Ja? Und die FPÖ hat ihre großen Wahlveranstaltungen dort und sagt, ich garantiere euch Sicherheit. Also da muss man wirklich in Konfrontation gehen. Bedeutet also das Stichwort plurale Gesellschaft, die wir schon sind, auch in Deutschland, auch schon lange, und die neu dazugekommenen, also wenn man jetzt über diesen Fremden, den Sie ja auch versucht haben so zu beschreiben, den neuen Fremden, den schon lange dagewesenen Fremden, die Sie jetzt ansprechen, wir haben kein Verhältnis zu diesem Fremden, wir brauchen ein Verhältnis, um quasi eine Gegenstrategie zu entwickeln. Ja, um einige, aber sozusagen auf welcher Ebene kann sie denn stattfinden, wenn Bürger und Bürgerinnen selbst viel näher diesen nationalistischen Gedanken sich vielleicht anfreunden können? Ja, ich glaube, also ich meine, da gibt es ja viele Untersuchungen und Andreas weiß da sicher mehr als ich, ja, von euren Umfragen. Also die Ängste sind ja dort am größten, wo man am wenigsten Begegnung mit dem der Fremden hat. Der Antisemitismus ist in Polen am größten, wo kaum Juden vorhanden sind. Ja. Ungarn hat mehr Juden, das ist auch sehr hoch. Österreich hat auch einen hohen Antisemitismus, auch ganz wenig Juden. Also Roma detto. Ja. Die Angst vor Flüchtlingen ist in Österreich dort am größten, wo überhaupt keine sind. Ja.
Und ebenso haben Sie in Deutschland die größten Zustimmung zur Anti-Ausländer-Politik in Orten, wo es kaum Flüchtlinge und Migranten gibt. Das heißt, die Begegnung ist ganz zentral, ja? Aber die muss auch vorbereitet werden, das muss in den Schulen, das muss begleitet werden, es muss neue Schulmaterialien geben. Also ich habe jetzt zum Beispiel selbst ein Projekt beantragt, ich weiß nicht, ob wir es kriegen, ja, dass in der Migrationsgesellschaft, in der wir alle jetzt leben, ja, der Flüchtlings- und Migrationsgesellschaft, es einen Austausch über unsere gemeinsamen Geschichten geben muss. Es gibt in Österreich, vielleicht ist das ja anders, noch keine Geschichtsbücher, wo zum Beispiel jemand, der jetzt aus Syrien geflüchtet ist und ein Kind kommt in die Schule und muss in Österreich am 26. Oktober den Nationalfeiertag feiern. Der hat keine Ahnung, was das ist, warum das der 26. Oktober ist, dass damals die Sowjets Österreich verlassen haben, warum waren die überhaupt da? Die haben teilweise ja auch noch nie vom Holocaust gehört, und zwar nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil der im Iran nicht existiert, ja, und sonst was. Okay, die sitzen jetzt da, die kommen mit ihrer Geschichte, von der haben wir keine Ahnung. Ja. Was wissen Sie über den iran-irakischen 10-jährigen Krieg, wo vielleicht die Familien ganz stark betroffen waren oder sonst was? Also irgendwo muss doch ein neuer Common Ground geschaffen werden. Ja? Und ich denke, das ist eine wirklich langfristige Aufgabe. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Daraufhin muss man sich einstellen. Eben weil Sie angesprochen haben, dass ich jetzt in Schweden auch bin, ich lerne dort sehr viel. Die Schweden sagen, es dauert 10 Jahre. Ja? Sie investieren wahnsinnig viel Geld, die Leute können ganz schnell Schwedisch, die haben tolle Kurse, gratis alles, aber bis die Leute Arbeit finden, bis sie ankommen, ja, und die reden auch dort nicht von Flüchtlingen, sondern von Neuzukommenden oder Ankommenden. Ja. Also es wird sozusagen völlig anders konzeptualisiert, heißt nicht, dass die nicht ganz starke Rechtsextreme haben. Ja? Also natürlich gibt es eine Gegenbewegung, aber man muss das tatsächlich wollen, investieren und dann auch die Konfrontation aufnehmen. Also quasi die Didaktik der Rassismuskritischen muss sich ändern, es muss sich sozusagen langfristig in alle Bereiche von Bildung, Schule, Arbeitswesen etwas etablieren, um eine Gegenstimme zu bilden. Absolut. Und ich meine, das geht unterschiedlich schnell. Ja? Also es gibt Dinge, die man gleich machen kann, zum Beispiel den Medien einmal vielleicht versuchen nahezubringen, dass nicht immer jeden Tag diese Schlagzeile dort sein muss und man nicht bei jeder Fernsehsendung nur darauf eingegangen wird und so weiter. Und man kann auch Dinge dauern eben auch länger. Nicht? Also es muss vieles sofort initiiert werden. Und langfristig. Ja. So, dann gebe ich jetzt erstmal das Publikum. Wer hat denn am liebsten Fragen und kleine Anmerkungen? Da, genau, ganz hinten. Da kommt ein Mikro rum, dann ist es ja leichter. Ist es auch recht einfach, sich mit der Alternative in Deutschland zu identifizieren? Da hätte ich gerne eine Bewegung.
Danke, das merkt man sich. Ich würde gerne zwei, drei sammeln, damit wir das genau bitte. Also das Beispiel von Aldi und dieses Wortspiel, das ist immer, ich denke, das hat, so wie Sie das sagen, zwei Seiten, nicht? Auf der einen Seite kann man sagen, es ironisiert und dient vielleicht auch dazu, darüber nachzudenken, ja? Also weil es es verändert und wie ein Witz ja immer irgendwie auch zum Nachdenken zwingt, weil es nicht alltäglich ist, ja, also das automatische Denken durchbricht. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch verharmlosend, ja, weil es jetzt heruntergebrochen wird da auf Supermarkt und Einkaufen und Vermarktung dieser Kette. Also ich finde das recht problematisch, ja. Aber es könnte auch als ironisierend aufgefasst werden. Bei uns hat es auch ähnliche Versuche gegeben, also das gibt es immer wieder. Natürlich ist Satire, Ironie und Witz ganz wichtig. Ja? Also wir haben ja wenig über so Gegendiskurse gesprochen, außer über sozusagen, wie man diesen gordischen Knoten, das Perpetuum mobile eventuell durchbrechen kann. Also Satire und Witz sind natürlich ganz wichtig und das sieht man ja jetzt wirklich mit dem, also tollen neuen amerikanischen Kabarett, ja, ich weiß nicht, ob Sie sich das manchmal anschauen, aber also da ist jetzt so viel los, was politisches Kabarett betrifft, das war lange nicht so der Fall, weil das ist offenbar eine Öffentlichkeit, wo man jetzt wirklich, und zwar unheimlich explizit, Trump und dessen Politik angreifen kann. Also wie in allen sozusagen autoritären Systemen, also Witz und Ironie und so sind ganz wichtige Handwerkzeuge, aber der gerade finde ich nicht so unheimlich gelungen. Die Eliten, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe ja versucht zu zeigen, dass das ein sehr schwammiger Begriff ist. Nicht? Und Eliten werden ja auch ganz unterschiedlich definiert. Also der Begriff wurde ja von Soziologen vor allem definiert in Amerika von Mills. Und das bezog sich vor allem auf Industrielle und jene, die also sozusagen wirklich das große Management im Staat irgendwie überhatten, ja, und vor allem Männer, ja,
Und jetzt wird der Begriff Elite ganz unterschiedlich definiert, nicht? Also es können Bildungseliten sein, dann haben die also, was weiß ich, studiert. Es können Finanzeliten sein, dann sind sie reich. Es können, also es kommt darauf an, was man als Prestige betrachtet, und das wird dann jenen zugeschrieben. Und das kann eben Fußballer zum Beispiel. Ich meine, die sind wahrscheinlich reicher als viele Menschen, ja, weil die Gehälter haben, die ja einfach unglaublich sind, auch Filmstars, ja, also es gibt ja Berufszweige, die völlig außer jeglicher Proportion verdienen, ja, und wo wir alle eigentlich, naja, man sagt eigentlich nicht viel, also so Hollywood-Stars oder Filmstars, die also unglaubliche Gagen haben oder Fußballer oder so, das sind auch Eliten, ja? Das sind ja Geldeliten oder das sind tolle Sportler oder nicht. Also es muss so ein Merkmal geben, das herausragend ist, aber dann auch Prestige besetzt. Und das ist nicht ein für alle Mal so gegeben. Also es könnte auch sein, dass es Eliten gibt für Sozialarbeiter, die besonders, also dass die ausgezeichnet werden. Also diese Werte sind nicht ein für alle Mal festgelegt. Aber in unseren neoliberalen Gesellschaften ist natürlich Leistung und Reichtum ganz wichtig. Ja? Und das hängt wirklich mit dieser neoliberalen Ideologie zusammen. Also man schafft es eben. Ja? Es kann ja jeder schaffen, ist so der Slogan. Nicht? Vom Schuhputzer zum Millionär und sonst was. Nicht? Also insofern ist das klar ideologisch bestimmt. Und Bildungseliten gelten viel weniger. Ja? Also in England zum Beispiel gar nicht. Also völlig uninteressant. Ja? Wichtig sind in England Upper Class. Ja? Also England ist für mich, nachdem ich dort gelebt hatte, ich habe noch nie in so einer Klassengesellschaft gelebt wie in England. Also es ist alles noch nach sozialer Klasse geregelt, geordnet, von der Sprache bis zur Ausbildung, bis zur Schule, bis zur Gesundheit, alles, Wohnort, alles, ja? Ganz anders als bei uns. Ja? Also, und in Amerika spielt das wiederum Aristokratie wahrscheinlich, aber da spielt die Hautfarbe noch so eine Rolle. Ja? Also, und das Geld, nicht? Aber trotzdem, als reicher Schwarzer haben sie es auch nicht leicht. Außer sie sind Tiger Woods. Ja? Also das ist schon sehr komplex. Nicht? Also deshalb ist so diese Zuschreibung so statisch, wie das die Rechtspopulisten machen, eben so ein Trugschluss. Ja? Weil ein für alle Male, und das sind jetzt die Eliten, sind die, die sie nicht mögen. Das ist eigentlich jetzt simpel gesagt. Ja? Das sind die Journalisten, das sind die Intellektuellen und die Opposition. Aber das könnte man wirklich hinterfragen und dann sieht man schnell, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Formen und Ausgestaltungen von Prestige haben. Und deine Frage, also die ist natürlich, die will ich ja gar nicht überlegen. Ich will gar nicht wissen, was in Österreich kommt, aber wir hatten schon einmal eine schwarz-blaue Regierung von 2000 bis 2006. Was hat diese Regierung gemacht? Sie hat sehr viel verändert an sozialen Einrichtungen. Sie hat sehr viel privatisiert, also unglaublich neoliberales Programm. Sie hat versucht, verschiedene Sozialleistungen zu beschneiden, ist ihnen aber nicht sehr gut gelungen, weil es viele Streiks gab. Also die Gewerkschaften waren da ziemlich stark unterwegs, aber es wurde doch das Pensionssystem und einiges ziemlich radikal verändert. Man hat versucht, Studiengebühren einzuführen, wurden dann wieder abgeschafft, aber also es ging ganz in Richtung einer neoliberalen Politik. Zweitens aber wurden sozusagen NGOs sehr beschnitten, also die ganze Frage, was wird gefördert, hat sich verändert. Ja? Geld wurde abgezogen von bestimmten Forschungsinstitutionen, das ist alles dann sehr schnell passiert. Drittens hat die Freiheitliche Partei
einfach eine Menge von Klagen angestreckt. Ja, also Haider hat alle möglichen Leute geklagt, die ihn kritisiert haben. Und das waren auch Kollegen von mir. Ja, also Politikwissenschaftler Anton Pelinker wurde von Haider dreimal geklagt. Das war fürchterlich anstrengend. Er hat zwar jedes Mal gewonnen mit unglaublichem Aufwand und Recherche und Gutachten. Also das Enttabuisierung, plötzlich Klagen, Diffamierungen gegen Wissenschaftler, die kritisch sind, die Kultusgemeinde, also die jüdische Gemeinde wurde diffamiert. Ja, also es gab Angriffe, ja, und Enttabuisierung, das war auch klar. Und es gab etwas in den Medien, das war so eine vorauseilende Selbstzensur. Ja? Also ab einem gewissen Punkt hat man über bestimmte Dinge nicht mehr berichtet. Und darf ich da so eine kleine Anekdote erzählen, das ist eigentlich gar nicht witzig gewesen, aber das habe ich selber erlebt. Ziemlich kurz nachdem diese Regierung installiert war, die ist damals am 4. Februar 2000 sozusagen, ein berühmtes Bild, Haider und alle sind unterirdisch in die Hofburg gekommen, weil die Gegendemonstration so groß war. Ja? Das würde diesmal nicht so der Fall sein. Ich glaube, auch das hat man, hat sich normalisiert. Aber also es gab damals doch sehr große Widerstände und sehr jeden Donnerstag Demonstrationen und so weiter. Also ich war eingeladen noch vor dieser Installation dieser Regierung ins Fernsehen. Es gab eine wissenschaftliche Sendung zu Rassismus. Ja? Und es wurde erst ein Dokumentationsfilm gesendet. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der heißt Blue Eyes. Das ist ein sehr guter, schwieriger Film, wo also nicht die Schwarzen ausgegrenzt werden, sondern alle jene mit blauen Augen. Ja, das ist so ein Rollenspiel, das sehr verstörend ist, ja, wenn man das erlebt. Der Film wurde gezeigt und dann war eine Studiodiskussion und ich war also eine der Expertinnen und ich wurde also zu Rassismus gefragt und Sprache und dann eben auch, gibt es in Österreich Politiker, die sich rassistisch äußern. Und daraufhin sagte ich ja und hatte also Bemerkungen, ich meine Haider hat sich ja wirklich kein Blatt vor den Mund genommen und auch andere, wo also von Schwarzen waren alle Drogendealer und irgendwie Plattfuß-Afrikaner. Es gab also jede Menge von wirklich ziemlich armen Beleidigungen, viel schlimmer als diese Äußerung von Gauland mit dem Fußballspieler. Und ich habe also so zwei Beispiele genannt, worauf der Regisseur der Sendung die Sendung unterbrochen hat, die Aufnahme, zu mir gekommen ist und gesagt, das dürfen Sie nicht sagen. Wir müssen das unterbrechen. Und daraufhin habe ich gesagt, warum nicht? Ja, weil Haider sitzt jetzt nicht hier und kann sich nicht rechtfertigen. Daraufhin habe ich gesagt, naja, ich meine, ich könnte auch irgendwie Nazis zitieren, ja, die sind halt schon tot, ja, die können auch nicht hier sitzen. Unsere Aufgabe ist es, Quellen zu zitieren. Ich kann das zitieren, ich kann das belegen, ich habe das also sozusagen dokumentiert. Nein, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich, ja, weil ich meine, dann mache ich nicht mit. Dann haben wir eine Stunde debattiert, ja, vor also den Leuten, Kameraleuten und den Journalisten und dann haben wir uns geeinigt für einen Kompromiss. Ich kann sagen, das ist von der FPÖ, aber nicht von wem, ja, wobei es aber nicht klar war, wer das gesagt hat, aber so konnten wir dann fortfahren, ja. Gut, also es wurde aufgenommen, ich bin dann aufs Institut zurückgefahren, Institut für Sprachwissenschaft, ich war völlig außer mir, habe also allen das erzählt und wir haben dann gemeinsam einen Brief verfasst und an den ORF, also an den österreichischen Rundfunk geschickt, dass wir gegen Zensur sind und dass sowas noch nicht vorgefallen ist und dann habe ich das auch an die Bildungsministerin, also wir haben das alle unterschrieben, es wurde dann also auch veröffentlicht. Aber es war vorauseilend, ja? Weil da war ja noch nichts passiert. Nicht?
Und es war auch faktisch. Und das ist dann aber immer mehr und mehr eingetreten. Und die versuchte Kontrolle des ORF war dann ganz massiv. Ja, also Journalisten wurden abgesetzt, es wurde interveniert, es wurde in laufende Sendungen interveniert. Ja? Also das kann ich nur sozusagen berichten. Und das haben wir alle schon erlebt. Also insofern, das jetzt noch einmal zu erleben, wo die FPÖ jetzt schon sagt, sie wollen den Außenminister und den Innenminister, also ich wage es mir noch nicht vorzustellen. Ja, das sind nicht so angenehme Aussichten. Wir haben 13% der AfD. Ich glaube, es schwingt so im Raum mit, gerne darüber sprechen zu wollen, was natürlich in Ansätzen schwierig ist. Aber ich glaube, in den Hinterköpfen passiert gerade einiges. Aber wir haben noch einige Wortmeldungen. Einmal hier vorne hatte ich eine. Zwei, drei. Ja, danke. Ich wollte zurück zu den Normalisierungsprozessen, die Sie sehr schön gezeigt haben. Leider ist die Folie nicht mehr da. Aber wenn ich richtig verstanden habe, gab es eine Quelle, die rechtsradikalen Milieus, oder aus den rechtsradikalen Milieus kommt. Dann wird ein Diskurs übernommen von der Backstage, von der Politik, in Interviews weitergegeben, durch die Medien, sichert das durch in verschiedene Milieus, da gibt es eine Multiplikator-Dynamik und dann wird es zur Normalisierung und eventuell Selbstverständnis bzw. Gesetzgebung übersetzt. Nun, in der Kommunikationswissenschaft reden wir oft von Fraktionsphänomenen, das heißt, wenn Sie, also um eine Metapher aus der Physik zu nehmen, wenn das Licht ins Wasser geht, dann geht nicht das ganze Licht durch, sondern ein Teil des Lichtes geht weg, ein anderer Teil wird anders wiedergegeben und so weiter. Das heißt, Botschaften werden verformt. Gibt es dann so Maßstäbe oder Elemente, die wir dann sehen können in diesen verschiedenen Ebenen, die zu mehr Refraktion oder kompletter Absorption von einer Kommunikation, Diskurs, von einem rechtsradikalen Diskurs zum Beispiel führt, so dass am Ende gar nicht so viel davon weiterkommt oder wenn überhaupt dann ganz anders. Das ist also auch da. Ja, vielen Dank. Wir hatten eine Frage jetzt zum Kontext hier Bundestagswahlkampf. Da wurde doch eigentlich eine Frage an Sie beide. Da wurde doch gelegentlich der Vorwurf gemacht, dass man der AfD in den öffentlichen Medien besonders viel Aufmerksamkeit hat. Überdurchschnittlich viel, als es ja eigentlich gebührt. Da wollte ich zunächst mal fragen, ob Sie diese These eigentlich stützen können und falls ja, wie kann man damit umgehen? Ich verstehe natürlich auch Journalisten, weil AfD oder Rechtspopulisten sind ja auch attraktiv für Journalisten. Ja? Sie machen Rabatz und das ist ja letztlich das, wovon der Journalismus auch lebt. Aber erst nicht die richtige Strategie, die Rechtspopulisten einfach mehr links liegen zu lassen und zu schlichtweg auch hier und da mal nicht einzuladen. Das wäre mal. Dankeschön. Ich habe eine Frage, die haben Sie so zwischendurch schon ein bisschen angedeutet beantwortet. Ich würde mich fragen, ob Sie das noch mal präzisieren können, nämlich Sie haben gesagt, früher galt die These Armut, Arbeitslosigkeit und so weiter, das führte zu Rechtsextremismus oder Populismus. Das gilt aber heute nicht mehr. Was würden Sie denn sagen, was ist Ihre These, was der Bundesverband gerade europaweit oder weltweit gerade so einen starken von populistischen Strömungen beobachten kann? Okay, also ich versuche wieder, mit dem ersten anzufangen, mit der Frage der Normalisierung. Das wird sehr oft, wir nennen das ja Rekontextualisierung, also Refraktionierung, oder wie heißt das? Refraktion, also dass das nicht durchkommt. Ja. Das gibt es natürlich schon und es kommt auch nicht überall durch und es kommt auch nicht überall zur selben Zeit durch. Ja, also das, wenn man das sehr genau untersucht und wir haben das zum Beispiel für das Jahr 2015, 2016
mit manchen Begriffen gemacht. Ja, also man kann da so eine Art Begriffsgeschichte machen, was passiert mit bestimmten Begriffen, setzen sie sich durch, werden sie verändert, werden sie anders benannt, werden sie anders bewertet, ja, und so. Und da gibt es also zum Beispiel einen Begriff, der wirklich durchschlagend genauso am Ende rauskam, ja, und das ist der Begriff Integrationsunwilligkeit. Ja. Also dieser Begriff war zunächst wirklich nur im rechten Eck, ja, also der rechtsextremes Eck. Ja. Wir haben das auf 30 Jahre zurück uns angeschaut, Medien jetzt, nur Zeitungen. Ja. Also wir haben nicht jetzt alle möglichen anderen Daten noch durchgeschaut, aber das war mal wirklich nur von der FPÖ verwendet. Ja. Und mit dann Entsetzen, Reaktionen kann man doch nicht so sagen und so weiter. Okay, 2000 kommt, Flüchtlingsjahr, ja, und es kommt einmal, also wenn Sie sich noch einmal vorstellen, zurückgehen 2015, aber jetzt nicht September, sondern Anfang 2015, war mal Charlie Hebdo. Ja, also 2015 hat begonnen mit Terroranschlägen Paris. Ja. Charlie Hebdo, koscherer Supermarkt, dann kam 70 Jahre Auschwitz-Befreiung, großes Medienereignis, und also dann lief das langsam so zu der Flüchtlings, vermehrt Flüchtlinge, und dann kam Euro-Krise, Griechenland-Krise, und dann kam erst Merkel. Ja. Vorher noch erstickte Menschen in einem Lastwagen ganz in der Nähe von Wien, 71 erstickte syrische Flüchtlinge und so weiter. Ja? Also all das hat sich so langsam aufgebaut. Also nach dieser Terrorattacke Paris gab es einige regionale Wahlkämpfe in Österreich, und zwar in der Steiermark und im Burgenland. Und beides waren österreichische SPD-regierte Regionen. Und die Landeshauptleute haben plötzlich den Begriff Integrationsunwilligkeit verwendet. Ja? Und zwar haben sie gemeint, naja, das muss man sich jetzt genau anschauen, weil vielleicht sind das dann Schulen, wo besonders radikalisiert wird, und diese jungen Menschen sind dann terroranfällig und wir müssen präventiv vorgehen, und alle Jugendlichen, die nicht integrationsunwillig sind, die muss man bestrafen. Die Jugendlichen, die Eltern und ich weiß nicht was. Ja? Und das wurde dann weitergetragen von allen Medien, ja? Und das kam ja jetzt von den sozusagen links, ja? Dann wurde es wieder rechts übernommen. Und jetzt ist das im neuen Integrationsgesetz drinnen, der Begriff. Einfach so, mit Strafen, mit welche Strafen, wenn jemand, muslimische Frauen nicht schwimmen gehen wollen, dann kostet das so viel. Und also ich meine, das ist alles genau aufgeschlüsselt. Mhm. Ja? Also dieser Begriff, und wie der über die verschiedenen Parteigrenzen hinweg und die SPÖ, Landeshauptleute, einer hat komplett verloren, ja, es hat ihnen überhaupt nichts genützt. Ja. Dieses Rechtsüberholen bringt ja nichts. Nicht? Der eine hat komplett verloren und der andere ist jetzt in einer Koalition mit der Freiheitlichen Partei. Ja. Also das zu dieser Frage. Andere Begriffe verändern sich total. Ja. Also wir haben auch einiges dazu publiziert, also ich kann es gerne schicken. Zu dieser Frage der Medien, ja, zu viel Aufmerksamkeit, ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch mit Journalistinnen gesprochen, die gesagt haben, nachdem Haider dann 1999 27% gewonnen hat, ja, und an zweiter Stelle lag, haben Journalistinnen echt auch Selbstkritik geübt, ja. Und zum Beispiel war fast jede Woche, wir haben so ein spiegelartiges Magazin, das Profil, aber nicht ganz vergleichbar, Haider war fast jede Woche das Titelbild. Ja?
Also es wurde so stark reproduziert und Journalisten haben dann selber gesagt, wir haben den gemacht. Ja? Weil wenn der jede Woche in jeder Trafik ausgestellt ist, ja, ist ja und zwar nicht jetzt irgendwie freundlich ausgestellt, ja, dann macht das, beeinflusst das natürlich. Also in jedem Fall haben die Medien mitgespielt und sagen Sie völlig richtig, dass die Medien sich besser verkaufen dadurch. Das ist ja ganz klar. Also man muss halt andere gute Geschichten sich überlegen. Und ich habe das schon vormittags über erzählt. In Wien hat eine NGO vorgeschlagen, eine Populismuspause. Also Medien sollten einen Monat lang nicht über die FPÖ berichten. Ja? Das ist natürlich nicht so gelungen, aber es wurde weniger berichtet, vor allem von manchen Zeitungen. Ja? Die haben sich trotzdem recht gut verkauft. Und es wurde halt auf Seite 12 berichtet, ja, und man kann auch nicht berichten. Ja? Ich glaube, dass dieses Perpetuum mobile wirklich davon lebt, dass wir alle dem nachhecheln, ja, und wie obsessiv nur warten, was kommt Neues. Ja, und das muss man durchbrechen, ja, man muss zur Tagesordnung wieder übergehen, ja, und sich nicht ständig treiben lassen. Und was war die dritte Frage? Was? Bezug sich auf den Rechtspopulismus. Das habe ich jetzt vergessen. Ich habe da zwar was aufgeschrieben. Ich weiß schon, mit der Arbeitslosigkeit. Ja, warum das? Ja, es gibt so viele Gründe, glaube ich. Also, ich habe versucht zu sagen, dass das sehr kontextspezifisch ist, nicht? Aber ganz sicherlich ist es so, dass. Also ökonomische Faktoren eine Rolle spielen, das ist keine Frage, und dass Modernisierungsverlierer einen Großteil dieser Wähler ausmachen, aber nicht nur. Ja? Und es sind auch Akademiker, es sind auch ganz andere Schichten, es geht um diese Werte auch, um die Bewahrung, um das Zurückdrehen, es geht um Ideologien. Und ganz gut sieht man das in den USA, ja? Also wo stark berichtet wurde, es sind diese Leute, die eben wirklich sehr arm sind in diesen kleinen Städten mit den geschlossenen Kohlenminen und so weiter. Ja? Ja, ist richtig, aber die Tea Parties waren weiße Mittelschichtmänner. Ja? Ich war selber bei so einer Versammlung einmal, weil ich da eben Feldforschung gemacht habe. Das sind nicht Arbeitslose. Ja? Das waren Lehrer, das waren, ich weiß nicht, was für Rechtsanwälte, was auch immer. Ja? Die Angst haben, man nimmt ihnen was weg und für die Veränderung zu schnell gegangen ist. Ja? Also es hat sich zu schnell verändert. Und diese Frage des nicht mehr zugehörig sich fühlens, auf die ist zu wenig eingegangen worden bisher. Ja? Also, wie geht man damit um? Und deshalb glaube ich auch, dass so Begegnungskulturen ganz wichtig sind. Wie geht man damit um, dass das unmittelbare Umfeld sich so stark verändert hat? Ja, und das macht Angst. Ja, also damit muss man irgendwie auch umgehen. Also es sind viele, viele Faktoren und die Wirtschaftskrise hat natürlich eine Rolle gespielt, vor allem in Griechenland, aber da in polarisierender Form. Ja, da ist sowohl Syriza an die Macht gekommen, wie die goldene Morgenröte. Und die ist jetzt sehr stark abgefallen, und zwar deshalb, weil sie kriminalisiert wurde. Ja? Die wurden gerichtlich nach dem Mord an diesem einen Sänger wirklich gerichtlich verfolgt und jetzt auch eingesperrt. Also dadurch ist sozusagen das Prestige dieser Gruppe hat sich total verändert. Also es gibt nicht eine Erklärung. Aber Synergieeffekte. Ja, ganz stark. Also ja? Das wäre jetzt auch nochmal der Punkt. Also wir haben jetzt 20 von 9. Einige stehen auf und ich habe das Gefühl, es ist noch Frage im Raum. Dennoch würde ich es jetzt so machen, wenn noch dringende zwei Fragen sind, dann nehmen wir die noch und dann würde ich zu einem Abschluss kommen.
weil ich glaube, dass wir am heutigen Tag, und es war eine Ankündigung schon, wir können nicht alles beantworten. Wir haben heute zugehört, um zu verstehen. Und ich glaube, verstanden haben wir hoffentlich einiges in diesem Raum. Also ein oder zwei Fragen, wenn es die noch gibt. Es gibt noch Wein. Und es gibt auch noch Wein, habe ich gehört. Und man kann auch privat sprechen. Ja, genau. Gibt es denn noch etwas im Raum, was gesagt werden möchte? Gut. Dann will ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Ich habe es gerade gesagt. Ein abschließendes Wort würde ich noch sagen. Ich glaube, also ich zumindest, die Verwunderung der Bundestagswahl, hierher zu kommen, Sie zu hören, über Bande sprechen zu lassen, über Österreich und Europa. Und hier einige Sachen aufzuwerfen, gerade was diese Verbindung herzustellen. Vielleicht um die Frage zu beantworten, warum ist es so, wie es jetzt ist? Und wovor sollten wir uns hüten? Und wo sollten wir genau hinschauen? Und ich verbinde das mit der Antwort auch auf die Frage, ja, wir sollten vielleicht achtsam sein im Sinne von medialer Aufnahme, von medialer Berichterstattung. Es gibt in meiner Redaktion tatsächlich auch ein, wir berichten 2 Monate nicht mehr. Beispielsweise. Pause. Genau, ja. Es gab diese Tendenzen schon vorher und man ist da in einem Zwiespalt, aber ich glaube, und das habe ich mir so mitgenommen, dieses nicht alle, also wenn wir eine Salonfähigkeit haben von wir können jetzt alles sagen, dann braucht es eine Gegenbewegung, nicht mehr alles zu sagen. Wir brauchen mehr Aufklärung und wir brauchen vor allem das Sichtbarmachen, so habe ich das verstanden, von anderen Perspektiven und anderen Stimmen. Das hatten wir am Anfang mal kurz angesprochen und über diese Position haben wir heute wenig gesprochen, was auch nicht das Thema war. Aber Begegnung findet ja nicht nur in der Kontaktbegegnung statt, sondern auch in gemeinsame Geschichte kennen. Und das nehme ich mir mit. Danke herzlich und wünsche einen schönen Abend. Okay.